Herzlich willkommen zum Mountainbike Podcast Pokal oder Spital, eurem Lieblings-Mountainbike Podcast von MTB News. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Ich habe das jetzt einfach mal eigenmächtig eingespielt. Ja, das war sehr gut. Wollte aber gar nicht reingrätschen. Ja. Also ich übergebe mal wieder an dich, Hannes. Das ist mein Talent. Das war das Talent von Moritz, unserem Gasteinsprecher von Episode 11, ja, die wir heute hier haben. Und ja, was zwar, viele nicht wissen, ich habe jahrelang als Ansager in einem Autoscooter gearbeitet. Ja, immer rückwärts, ja. Mit deinen dänischen Kumpels bist du dann durch den Ruhrpott gezogen, ne? Genau. Ja, das ist auch so warm. Ja. Uns ist sehr warm. Heute ist der 31. Juli 2018 und ganz Deutschland schwitzt. Ganz Deutschland? Ja, ganz Deutschland. Tatsächlich. Und es ist hier sehr warm. Ich glaube, bei uns hier in Lemgo sind es aktuell 35 Grad ungefähr. Und hier oben, es geht sogar noch, dank einer ganz okayen Dämmung, werden es wahrscheinlich so um die 28 Grad sein. Aber insgesamt ist es sehr warm. Bei euch auch, vermutlich? Ja, absolut. Ist furchtbar. Ja, heute sind hier 38 Grad angekündigt. Aktuell sind es 36. Mal gucken, ob da noch was geht. Hier in meinem Podcast-Studio sind die 30 auch mittlerweile gefallen. Fenster und Türen habe ich zugemacht, damit nichts stört an Geräuschen. Es versprechen spannende Minuten zu werden hier. Mal gucken, ob ich es durchhalte. Und wir haben heute sehr viel vor. Wir haben jetzt, wie ihr vielleicht bemerkt habt, seit 4 Wochen nicht mehr aufgezeichnet. Und die Episode 11 kommt jetzt wirklich nach einem satten Monat oder etwas mehr als über einem Monat als neue Folge raus. Das lag unter anderem daran, dass Moritz sehr viel weg war. Er war auf 2 World Cups und noch einem Hausbesuch in Barcelona und hier und da. Ich war im Urlaub für eine Woche. Markus war auch weg. Und das stimmt überhaupt nicht. Nein, also Markus war die ganze Zeit nicht da. Ich wollte noch nicht alleine senden. Also Markus sitzt seit 4 Wochen jetzt in seinem Podcast-Studio und wartet auf uns. Knabbert an den Fingernägeln und wartet, dass ihr endlich Zeit habt für mich. Er hat schon 8 Kästen Sterni weggezogen. Und apropos Bier, bevor wir starten, wir haben natürlich Bier, aber mit einem kleinen Unterschied. Es ist so warm, ich zumindest werde auf jeden Fall nicht... Ich trinke Gösser Radler, wenn du das jetzt ankündigst, Pech gehabt. Ich werde natürlich nicht Gösser Radler, dieses furchtbare Trendradler, ankündigen. Nein, ich muss sagen, Gösser Radler ist tatsächlich die Nummer 1, da mag keiner widersprechen, aber ich habe aus meinem Urlaub in Dresden das Feldschlösschen Naturtrübes Radler mitgebracht. Das ist tatsächlich das zweitbeste Radler, wie ich finde. Das ist sehr gut, ich werde es jetzt öffnen. Und Markus, was trinkst du heute? Kein Bier und auch kein Radler. Das hebe ich mir nämlich für heute Abend auf, wenn ich vom Biken wiederkomme. Ich werde nämlich nach dem Podcast jetzt so richtig geil aufs Mountainbike steigen und hier ein bisschen an den Seen entlang fahren. Daher habe ich heute hier nur eine Clubmate und eine Kaffee Frappé für die doppelte Dosis Koffein. Das muss einfach mal reichen heute. Nächstes Mal gibt es dann wieder Bier. Da habe ich eine echt geile Auswahl mittlerweile. Alles von meiner Schwägerin bekommen. Das wird dann einfach nach 2 Wochen warten müssen. Hast du nicht Clubmate mittlerweile irgendwie an so einem Tropf neben dir hängen und fährst die ganze Zeit mit dir durch die Gegend? Ja, es ist, ist nicht mehr weit davon entfernt. Gestern einfach auch die Arbeit kurz unterbrochen vormittags und musste los in Getränkehandel, weil die Mate leer war und das ging natürlich gar nicht. Ja, ich das hätte man nicht außerhalb der Arbeitszeit machen können. Ja, eben genau nicht. Gut, dann haben wir das ja jetzt live auf Band. Das werden wir auch so direkt unserem Vorgesetzten melden. Das geht so gar nicht. Also wir freuen uns auch schon auf die nächste Podcast-Folge 12 mit Moritz und Hannes und Thomas. So, Stille. Also, hier ist. Marco, es war schön mit dir. Ja. Ciao. Ich habe 4 Wochen umsonst gewartet. Hättest du auch in dieses, wie heißt das, dieses Ding bei dir, Tropical Island? Ja. Oh ja. Ja, hättest du da auch Urlaub machen können. Halle. Dann mache ich nächstes Mal den. Und dann werde ich dort die Episode 12 hören. Mit deiner Clubmate.
Ja, kommen wir mal zu den Themen. Genau, wollte ich gerade sagen. Also, noch einen ganz kurzen Nachtrag. Es gab ja eine nicht gerade unpopuläre Fußballveranstaltung im vergangenen Monat bzw. in den vergangenen Wochen. Oh ja. Die Fußball-Weltmeisterschaft, und dahingehend hatten wir unseren Podcast-Titel der Folge 10 auch benannt, Weltmeister der Herzen. Deutschland war nicht ganz so gut dieses Mal. Und mein Tipp ist auch, er hat sich, also wer im Finale steht, leider im Halbfinale auch in Luft aufgelöst. Ich hatte, glaube ich, ich hatte Belgien, Kroatien getippt im Finale. Warst aber sehr, sehr dicht dran. Ging ganz okay. Ich habe das genau deswegen auch verfolgt. Mich interessiert der Fußball sonst überhaupt nicht, hatten wir ja auch geklärt. Aber als dann irgendwie Kroatien, Belgien und Frankreich Richtung Halbfinale marschiert sind, dann dachte ich, oh weia, die Jungs, die sind echt gut. Ja, und Moritz hat das ja, glaube ich, mit Frankreich auch auf den Punkt richtig getippt. Ja, glaube ich auch. Ja, es war auch... Ich schweige und genieße. Ja. Aber ich fand es tatsächlich ein bisschen schade. Ich war nämlich am Abend vom WM-Finale in Barcelona und hatte mich eigentlich schon drauf gefreut, wenn Deutschland schon so legendär auf den Sack bekommt, dass dann zumindest Spanien Weltmeister werden könnte. Wäre sicherlich ganz cool gewesen, das in Barcelona zu erleben. Oh ja. Dann war der erste Fail, dass Spanien eine Runde später auch rausgeflogen ist. Und das Finale habe ich dann tatsächlich zu großen Teilen verpasst, weil ich dachte, dass es um 20 Uhr kommt und es kam um 17 Uhr schon. Und um 17 Uhr saß ich aber gerade in einem viel zu heißen und viel zu untermotorisierten VW Polo. Und du hast dich nicht gewundert, dass die Straßen leer sind? Irgendwie keiner... Es hat mir nichts gebracht, weil die Kiste, die ist maximal 70 gefahren. Also hätte auch voll sein können. Hätte keinen Unterschied gemacht. Aber so war es ja auch ganz schön dann. Zumindest hat sich mein Tipp bewahrheitet. Und bei euch haben gerade die Glocken gebimmelt, ne? Oder, bei oder, mir? Ja, oder war das bei Hannes? Nee, 14.45 Uhr. Ja, in Wiesbaden wird wahrscheinlich der erste Apfelwein für heute angeschlagen. Ja, genau. 14.45 Uhr, Zeit für einen Bembel. Genau. Ja, das zum Thema Fußball. Wir haben aber natürlich noch viel mehr, denn neben World Cups, die wir vorhin schon erwähnt hatten, gab es natürlich auch die Eurobike. Und die Eurobike ist ja die Leitmesse, wie sie sich selber nennt. Und wir waren natürlich mit D, genau, oder mit IGH. Ja, auch gut. Es war dieses Jahr eher eine Leitmesse mit IGH, weil es tatsächlich... sehr leer war. Markus, wie hast du die Messe empfunden? Du bist ja jetzt nach 2 Jahren das erste Mal wieder mit dabei gewesen. Nee. Ich war letztes Jahr auch da. Ach, letztes Jahr, vorletztes Jahr war ich da. Es war beeindruckend. Also es war eine ganz komische Stimmung, was hauptsächlich daran lag, glaube ich, dass es einfach so leer war. Ich kannte das nicht. Ich glaube, ich war das 6. Mal jetzt auf der Eurobike, was nicht so viel ist, aber das war das erste Mal, dass es so leer war. Der Außenbereich irgendwie, da ist man sonst kaum durchgekommen. Neben den Hallen, die Wege waren immer voll, da sind Leute gelaufen, Fahrrad gefahren, sonst was. Da konntest du jetzt einfach mal zwischen den beiden Querhallen konntest du durchgehen, ohne dass dir jemand entgegengekommen ist. Also das war wirklich unreal. Ja, und auch die Aussteller, wir haben ja nur einige dort besucht, gefilmt und Berichterstattung gemacht. Und ich habe viele gefragt, wie sie das empfinden. Und irgendwie fanden das so ziemlich alle nicht so richtig geil in diesem Jahr. Vermutung, die hatten wir ja auch schon vorher irgendwann mal gemacht, dass es denn doch hauptsächlich an diesem sehr komischen Termin lag, so früh im Jahr. Und das war auch die Vermutung, die meisten Aussteller hatten, dass das einfach, das geht halt einfach so nicht. Und wenn sie sich was wünschen könnten, das war auch so meine Frage an die meisten, die Wünsche waren relativ eindeutig und einstimmig in Richtung, lass uns das bitte wieder später im Jahr machen. September, Ende August, Anfang September ist okay. Für die meisten wäre noch später im Jahr noch besser. Also das ging tatsächlich so rein bis Oktober, November. Darf ich da mal was fragen? Ich habe jetzt die Eurobike in den letzten, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal auf der Eurobike war. Ich glaube in 2012 oder 2013, also ist schon eine Weile her.
Von daher habe ich das immer nur als Außenstehender miterlebt. Und jetzt ist es ja so, dass die Eurobike nächstes Jahr irgendwie wurde angekündigt, dass sie dann ein bisschen später sein soll, im August, nicht mehr im Juli. Und dann zwei Wochen später wurde nochmal angekündigt, dass die nicht, dann doch nicht im August, sondern im September ist. Also sozusagen zum alten Termin. Zum alten Termin, ja. Ja, also alles wie immer. Aber war die Eurobike nicht davor schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, dass immer mehr Hersteller abgesprungen sind und jetzt wird halt, jetzt kommt zwar der Wunsch, ja, bitte, bitte so wie immer, aber würde das denn das Problem lösen? Naja, es würde es vielleicht nicht verschlimmern. Also klar, man hat es gemerkt, wann ging das los? Ich glaube auch 2012 oder sowas sogar, als die ersten großen weggegangen sind und ja, Hausmessen gemacht haben. Ne? Track waren das die Track ersten. Track rausgegangen, drin. Genau. Das war, glaube ich, 2012, weil 2011 waren sie noch da. Das war nämlich mein drittvorletzter Besuch bei der Eurobike. Und da hat sich das dann so ein bisschen angekündigt. Dann kamen ja andere Firmen, gingen hinterher. Canyon ist nicht mehr auf der Eurobike. Cannondale war dann weg. Also ganz viele machen jetzt Hausmessen. Specialized. Genau. Und ja, die Frage ist halt, ob sie sich die wiederholen können. Ich glaub's nicht. Aber man kann vielleicht verhindern, dass noch mehr Hersteller irgendwie abspringen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Schadensbegrenzung, was die da jetzt machen. Also ich sehe es ähnlich wie Markus. Ich war ja auch da. Es ist jetzt meine, ich glaube, meine 11. Eurobike gewesen. Und tatsächlich ist es jedes Jahr jetzt irgendwie weniger geworden. Das heißt, wo vor vielen Jahren oder vor ein paar Jahren noch wirklich Halligalli war, war tatsächlich jetzt zumindest im Mittelteil beispielsweise, im Freigelände war teilweise echt Totentanz. Also es war echt nicht viel los. Das war zum Beispiel, nochmal um auf Moritz' Frage zurückzukommen, das war im letzten Jahr halt definitiv anders. Also da war im Freigelände, da ging es halt noch ab, da war es voll, da konntest du nicht vernünftig durchlaufen. Und das war dieses Jahr einfach, also kannst du nicht beschreiben. Das war wirklich ganz komische Stimmung. Also super leer, ganz viel Platz. Die Leute konnten da mit E-Bikes in voller Geschwindigkeit durchheizen, hat niemanden gestört. Gab's also nicht. Dieses Mal war es auch so, oder beziehungsweise was die Eurobike, glaube ich, mit diesem Termin bezwecken wollte, war, dass sie im Prinzip nicht so der Abschluss der Messe sind, sondern irgendwie Vorreiter sein können, beziehungsweise ehrlich gesagt habe ich es so ganz, oder die Argumentation so ganz, habe ich immer noch nicht ganz verstanden, was jetzt der Sinn darin war, weil Markus und ich, wir waren in unterschiedlichen Gruppen unterwegs und auch wir haben eigentlich bei jedem Hersteller angefragt und haben total unterschiedliche Antworten bekommen, warum, also eigentlich waren sie sich in dem Punkt fast grundsätzlich, dass es ein schlechter Termin ist und dass sie gerne den alten Termin wiederhaben würden, aber die Herangehensweisen bzw. die Gründe hatten sich ziemlich, waren ziemlich unterschiedlich. Beispielsweise war bei einem Hersteller das Problem, oder er sah das Problem darin, dass zum Beispiel ganz viele Leute immer auf die Eurobike kommen, jedes Jahr traditionell, und anfragen, kommen mit ihrer Sponsorenmappe für nächstes Jahr, ob sie, wie es denn aussieht, irgendwie, ob man ein Sponsoring machen könnte oder nicht. Und er konnte jetzt tatsächlich eigentlich nur allen absagen, weil er sagt, er steckt aktuell noch mitten in den, teilweise noch in der Bewerbung für diese Saison drin. Und er kann definitiv noch nichts dazu sagen, was jetzt, also im Juli kann er nichts dazu sagen, was irgendwie für 2019 mit Sponsoren ist. Und einen anderen, den gab es da, der hat gesagt, unser Problem ist, dass wir jetzt halt überhaupt noch nicht in dem Zyklus sind, dass wir jetzt irgendwelche neuen Produkte feststellen oder vorstellen können. Wir haben teilweise halt die aktuellen gerade erst ausgeliefert. Da können wir jetzt noch nichts Neues vorstellen. Also für alle Leute ist es tatsächlich so, dass dieser Termin mitten im Jahr so überhaupt nicht reinpasst für eine sehr wichtige Messe. Das heißt, ich sehe es auch so, ich sehe eine Messe eher am Anfang oder am Ende des Jahres und genau nicht in der Saison, wo jetzt teilweise gleichzeitig mal wieder World Cup war und der nächste Termin für nächstes Jahr wäre, glaube ich, noch dramatischer geworden. Wir haben dann festgestellt, dass der ursprünglich anvisierte Termin für 2019 genau auf dem einzigen Peak war, wo sämtliche Bundesländer Ferien haben. Und da haben wir uns wirklich gefragt, das macht ja wirklich keinen Sinn, weil es sind ja nun mal auch viele Leute vor Ort, die Familie haben, und die haben dann ganz sicherlich keine Lust, da irgendwie hinzugehen. Also wir sind, glaube ich, relativ zufrieden damit, dass die Eurobike im kommenden Jahr wieder normal stattfinden wird, also Ende August bzw. Anfang September. Und ja, für mich könnte es auch, ehrlich gesagt, noch später stattfinden. Hm.
Ja, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht, ob sich so der Füllgrad ändert, ob es wieder mehr wird, ob das Freigelände wieder voller ist, ob man wieder etwas schwieriger durch die Hallen durchkommt. Das wird sich zeigen. Ja, vielleicht haben sie sich auch sehr hart verspekuliert und es wird sich nächstes Jahr nichts bessern. Das, ja, mal schauen. Also es gab ja viele auch dieses Jahr, oder was heißt viele, es gab zumindest diverse Hersteller, die aus Protest dieses Jahr auch ferngeblieben sind, angesichts des Termins, die auch die direkt gesagt haben, wir haben definitiv nichts zum Zeigen, was jetzt lohnen würde, diese horrenden Preise irgendwie für die Stände auszugeben für uns, das lohnt sich überhaupt nicht und deswegen bleiben wir einfach weg. Und genauso hatten wir vorhin schon angesprochen, machen das ja auch ganz viele große Hersteller mittlerweile, also dieses Jahr ist, was für uns tatsächlich auch sehr neu ist, ist mit Abstand sind die meisten Hausmessen dieses Jahr. Wir sind, keine Ahnung, ich glaube auf über 10 Hausmessen dieses Jahr, was bedeutet, dass wir pro Hausmesse 1 bis 2 Tage vor Ort sind, da sämtliche neuen Bikes fotografieren, was natürlich noch viel cooler ist, als jetzt kurz zum Stand zu gehen, eine halbe Stunde. Aber auf der anderen Seite so viel mehr Aufwand ist. Ja, es ist wirklich so ein riesengroßer Aufwand, weil man finden überall in ganz Deutschland statt. Und ja, sind, wie gesagt, ich glaube, dieses Jahr über 10. Und allein aus dem Grund würde ich es mir persönlich, ehrlich gesagt, wünschen, dass wieder ein paar mehr große Hersteller zu Eurobike kommen. Weil das ist einfach, also wenn ich mir vorstelle, nächstes Jahr gibt es dann nochmal 5 oder nochmal 10 Hausmessen mehr, wo wir dann hinfahren sollten oder könnten, dann wird das für uns tatsächlich zeitlich auch einfach sehr schwierig. Und ja, ich denke, den Händlern, denen wird es nicht anders gehen, weil für die Händler sind diese Hausmessen ja auch beziehungsweise primär gemacht. Ja. Na gut, ein Händler hat jetzt vielleicht nicht 10 verschiedene Marken im Angebot oder 15, aber für die Medien ist das natürlich schon einfach krass, die dann alles abdecken wollen und müssen. Naja, aber so ein Händler hat ja dann vielleicht 5 Marken im Angebot und wenn er halt für jede Marke sich 2 Tage Zeit nehmen muss, um zu der jeweiligen Hausmesse zu fahren, die ja jetzt auch nicht immer zentral an einem Ort stattfindet, sondern zeitversetzt quer durch Deutschland verteilt oder teilweise dann auch in den Alpen, dann ist das für den Händler, der im blödsten Fall seinen Laden für die beiden Tage dicht machen muss, mal 5, auch eine ziemliche Belastung. Also stimmt, und die Eurobike muss er ja so oder so auch noch irgendwie abklappern. Ja. So, gab so übrigens im Forum schon genau einen Händler, der das ziemlich so erzählt hat, Moritz. Dass er irgendwie schon dieses Jahr irgendwie 15 Tage seinen Laden zumachen muss, weil er zu allen möglichen Hausmessen fährt von irgendwelchen Herstellern und dass es nicht anders bewerkstelligen kann. Und von daher bin ich mal gespannt. Ich würde es mir wünschen, dass es wieder, ich sag mal, wie früher wird. Was an der Stelle übrigens lustig ist, es waren ja jetzt auch schon ein paar Hausmessen, auf denen wir waren. Da ist es jetzt scheinbar kein Problem, dass die Hausmessen im Juli stattfinden. Ja, die Hausmessen, die finden ja eigentlich das ganze Jahr über statt. Und das, also das war ja schon meistens irgendwie so, also dass die sehr zu unterschiedlichen Zeiten irgendwie stattfinden. Aber also du meinst es aus Herstellersicht? Na, der Hersteller kann ja seine Modelljahreszyklen anpassen an seine Hausmessen und macht eben eine Messe, wenn was da ist, was vorgestellt werden kann, beziehungsweise wenn irgendwas da ist, was in Verkauf geht. Bei so einer Messe wie der Eurobike musst du dich immer als Hersteller an diesen Messetermin anpassen, wenn du deine Neuheiten da präsentieren willst. Also das ist einfach, glaube ich, für die Hersteller ein bisschen flexibler, wenn sie selbst auf dem Termin... Ja, klar, aber es hieß ja aus Herstellersicht dann häufiger zu dem neuen Eurobike-Termin im Juli so, das können wir wirklich alles, so meinst du das? Alles bis Juli fertig haben. Ja, na, das sind einige, das sind nicht alle, die das gesagt haben, das sind einige. Und ich denke mal, vielleicht ein größerer Hersteller hat es da leichter, sich da entsprechend anzupassen. Deswegen sind es ja auch die Großen, die anfangen, eigene Messen zu machen, oder was heißt anfangen, die das jetzt schon seit einer Weile machen, weil sie das eben vielleicht alles viel besser abstimmen können. Also und das ist ja auch finanziell wahrscheinlich nicht unbedingt viel teurer, die Hausmesse dann. Also die können ja auch, du kannst hast ganz andere Möglichkeiten, auch was das Testen angeht. Du bist nicht darauf angewiesen, dass du halt irgendwo jetzt deine Räder testen lassen musst, sondern kannst für dich das zugeschnittene Gebiet eventuell nehmen und da in der Nähe deine Hausmesse veranstalten. Also, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja, klar, also ein paar Hausmessen haben wir noch. Da bin ich komplett bei euch. Also da, ich meine, Friedrichshafen ist ja jetzt nicht unbedingt als das absolute Bike-Paradies mit Trails vor der Haustür bekannt. Und die Möglichkeit, die fehlt halt bei der Eurobike schon recht stark. Du hast ja die Media Days an sich.
Ja, die Media Days. Genau. Aber da hat natürlich dann auch nur eine sehr ausgewählte Presse irgendwie die Möglichkeiten, die Dinger zu testen, wenn ich mich recht erinnere. Also so viele waren, ich war jetzt dieses Jahr auch nicht dabei, aber ich glaube, so viele Medien werden da auch gar nicht zugelassen. Und wo fand es dieses Jahr nochmal statt? In Serfaus. In Serfaus, genau. Und da machen ja auch nicht extrem viele Hersteller mit. Also ich glaube, ich weiß nicht, das ist. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, müssen wir mal nachgucken. Es machen schon einige mit, aber gerade um darauf nochmal zurückzukommen, was den Termin dieses Jahr anging, da hatten wir zum Beispiel jetzt auch wieder das Problem, dass die Media Days genau vor der Eurobike stattfand. Das heißt, es gab einen Tag dazwischen. Und das ist dann für uns auch einfach schlichtweg nicht realisierbar, da vernünftige Tests in dieser Zeit irgendwie aufzustellen, irgendwie rauszubringen. Das hatten wir vorher die letzten Jahre immer ganz gut gemacht. Zuerst auf die Media Days gefahren, da hatten wir ein paar Wochen Zeit und dann kam die Eurobike und dann konnten wir auch die Tests dazwischen irgendwie fertig machen und das war dieses halt auch schwieriger. Die Media Days waren immer sonst so wie in diesem Jahr auch die Eurobike, genau. Ne? So Anfang Juli oder sowas. Ja genau, in dem Zeit, da hat sich nicht viel geändert, es war nur die Eurobike. Also ja, eine spannende Sache. Ich bin da mal gespannt, ob wie sich das jetzt in den nächsten Jahren ergibt, was die Hausmessen angeht, was die Eurobike angeht, ob tatsächlich wieder Hersteller zurückkommen werden, nachdem sie jetzt von einem alten Termin wieder erfahren haben. Ich weiß ja nicht, was es noch für Zugeständnisse eventuell da gibt oder auch nicht. Moritz, Europa geht 7 Sekunden vor in der Kirche. Ja. Geil. Der zweite Bembel. Bembelfass wird jetzt angeschlagen. Ja. Ja, ich bin auch gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Jetzt hat man sozusagen den direkten Vergleich einmal in die Richtung neuer Termin. Und jetzt zu schauen, was passiert, wenn es zurückgeht auf den alten Termin, bin ich echt gespannt. Also, Eurobike nächstes Jahr ist bei mir schon gesetzt. Genau. Ja, ja okay, aber dann lass uns doch mal über konkretere Sachen sprechen. Also, eben, es gab ja auch Produkte. Ja, wie gesagt, ich war nicht auf der Eurobike da, ich habe es nur medial verfolgt. Aber erzählt ihr doch mal, was waren denn so eure konkreten Highlights? Was hat euch aus den Socken gehauen? Wo sind euch die Kinnladen runtergeklappt? Sagt man das so? Sagt man so, ja. Ja. Ja, dann sagt man so. Also, was mich besonders beeindruckt hat und was, glaube ich, auch tatsächlich die meisten sehr beeindruckt hat, war das Ceramic Speed oder der Ceramic Speed Driven Antrieb. Ein komplett neuer Antrieb, der von weitem erstmal so aussieht wie ein ganz regulärer Antrieb. Du hast eine Kurbel dran, du hast ein Kettenblatt und du hast hinten eine Kassette, aber irgendwie fehlt die Kette und irgendwie funktioniert es doch. Und das ganze Ding funktioniert so, dass du die Kraft nicht via Kette übertragen wird, sondern mit einer Kardanwelle. Und die Zähne sehen daher auch ein bisschen anders aus. Die laufen im Prinzip nach innen, beziehungsweise die zeigen nach innen am Kettenblatt zur Kardanwelle. Die Kardanwelle treibt dann mit verschiedenen oder mit einer ganzen Reihe von Kugellagern die Kassette an, die wiederum die Zähne nach außen stehen hat. Und das Ganze sah sehr verrückt aus. Das Ganze wird dann gesteuert bzw. geschaltet wird, indem auf der Kardanwelle im Prinzip vor und zurückgeschaltet wird. Wir verlinken den Artikel natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr euch das mal, da gibt es auch ein Video, wie das Ganze funktioniert. Das sah schon sehr verrückt aus. Und das ganze Ding war auch noch nicht marktreif, aber als Proof of Concept, das heißt, hier, wir zeigen mal, dass es funktioniert, aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir es verkaufen können, also es gab noch keine Preise oder so, aber das war mal wieder mal, also war eine Neuerung, die man tatsächlich so, oder die ich so bisher in dieser Schlichtheit noch nicht gesehen habe. Da muss ich gleich nochmal reingrätschen, bevor denn in den Kommentaren gemansplained wird. Eine Kardanwelle ist das nicht. Das ist einfach nur eine Welle, an der vorn und hinten dieser Stern aus diesen Kugellagern drauf ist. Kardanwelle hat ja ein anderes Funktionsprinzip. Braucht also niemand in den Kommentaren verbessern, wissen wir. Wurde vielleicht sogar schon verbessert, weil es steht so drin. Ernsthaft? Ja, also meiner Meinung nach, ich bin kein Maschinenbauer, aber ich denke, eine Kardanwelle ist etwas anderes. Wie auch immer, ich fand das auch super interessant,
Würde mich jetzt sehr interessieren, ob das eben auch in der Praxis tauglich ist. Es gab bei, ich glaube, Rennrad News war es, schon Leute, die das mal überschlagen haben, die einfach mal so die auftretenden Kräfte sich hingeschrieben haben, ausgerechnet haben und waren da ein bisschen skeptisch, was die Haltbarkeit angeht. Aber es heißt ja nicht, dass man es trotzdem nicht noch irgendwie verbessern kann und marktreif machen kann. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, seit langer Zeit mal wieder etwas oder eine Innovation, die ihren Namen auch wirklich verdient, jetzt im Antriebsbereich, wenn das wirklich so funktioniert, wie Sie gesagt haben. Was so super beeindruckend war, das hatte auch der Jan, unser Chefredakteur bei Rennrad News, in einem ganz kurzen Video gezeigt, wie leichtgängig das ist, wie wenig Reibung da in diesem Antrieb drin ist. Er hat einfach das Hinterrad einmal gedreht und es einfach drehen lassen von alleine und das hörte einfach nicht auf. Es drehte sich die ganze Zeit weiter. Also wirklich, wer mal irgendwie einen Kettenantrieb gesehen hat, dem fällt da wirklich die Kinnlade runter. Also da ist schon eine Menge Potenzial drin, denke ich. Bin ich gespannt, ob wir das irgendwann an Bikes sehen. Ganz genau. Also wirklich eine sehr spannende Sache. Ceramic Speed Driven könnt ihr in den Shownotes sehen. So unsere Innovation der Eurobike. Dann hatten wir noch, was etwas kurios war, was aber auch tatsächlich irgendwie sehr spannend aussah, war das Retire-System. Und zwar sind das, ich glaube, es war genau, waren Norweger. Und die haben einen Reifen vorgestellt, wo das Profil über Reißverschlüsse an den beiden Seiten, oder es ist jetzt kein Aprilscherz, sondern tatsächlich Reißverschlüsse, die am Reifen oder mit dem man den Reifen am Rest des Reifens quasi befestigt oder am Kern, so eine Art Schaumstoffkern, kann man zum Beispiel halt einen Spike-Mantel einfach drüber ziehen für den Winter und kann den auch wieder demontieren, wenn man keine Ahnung, wenn es wieder Sommer wird oder wie auch immer. Das geht wohl in Sekundenschnelle und kostet irgendwie ab 30 Euro. Der Übergang, der soll wohl so leicht hubbelig sein, da wäre ich echt mal interessiert, wie das in der Praxis funktioniert, aber das sah irgendwie nach einer pfiffigen Idee aus, die auch jetzt nicht ultimativ teuer ist. Verlinken wir auch in den Shownotes. Ich war nicht vor Ort. Markus, hast du es gesehen? Nee, ich habe es nicht gesehen. Finde es aber auch ganz cool. Ich denke aber nicht mal, dass irgendwie der Einsatzbereich der Wechsel zwischen Sommer und Winter ist, sondern tatsächlich sowas wie Eis und nicht Eis. Innerhalb des Winters, genau. Es ist mal irgendwie überfroren. Schnee ist angeschmolzen, wieder festgefroren. Dann mache ich mir kurz die Spikes rauf. Und ansonsten eben normale Reifen. Und das ist ja das, was so nervt, irgendwie so zwei Reifen komplett wechseln. Da ist man ja immer schon ein paar Minuten mit beschäftigt. Und wenn es hier einfach mit dem Reißverschluss geht, ja super. Auch interessant zu sehen, ob das wirklich so gut funktioniert, wie versprochen. Ja, es ist übrigens kein Schaumstoffkern, sondern es sieht tatsächlich aus wie ein normaler Reifen. Und es gibt eine Innenlage quasi und man kann zum Beispiel eine Spikes-Außenlage draufschnüren. Genau, es ist eigentlich ein ganz normaler Reifen, der eben diese Reißverschlussaufnahme hat. Und wenn man dann noch irgendwie so ein Spezialprofil will, zum Beispiel Spikes, aber auch für den Offroad-Einsatz, dann kannst du einfach so drauf zippen. So wie ich das verstanden habe. Ja. Wobei mir persönlich wäre ja Velcro lieber. könnte theoretisch auch funktionieren. Ja, also. Was haben wir noch? Vielleicht finden wir ja jemanden, der es gerne für uns testen mag. Mhm. Dann lässt Ghost zum Beispiel wieder Freerider neu auferstehen mit dem FR-AMR. Ist jetzt keine extrem krasse Neuerung wie jetzt das Ceramic Speed zum Beispiel gewesen, aber trotzdem ein ziemlich cooles Rad zu einem coolen Preis, hat mir persönlich so mit am besten gefallen, auch auf der Eurobike, ohne jetzt da muss man wie bei Instagram jetzt auch Werbung sagen davor, wenn man eine Marke erwähnt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wenn du dafür also, Geld kriegst oder Fahrräder oder sowas, nein, dann ja. Nee, da gab es letztens ein Urteil, wo es tatsächlich auch einfach nur per Markennennung, ohne dass da irgendwelche Gelder geflossen sind, dass man da jetzt, das machen ganz viele jetzt bei Instagram, Werbung da nach Markennennung. Also wie gesagt, ich fand's sehr schick, weil ein sehr cooles Rad, ich finde das Konzept von Ghost ganz cool, dass sie jetzt ausschließlich bei den Fullies auf Stahlfederdämpfer setzen. Warum die das machen, erklärt Maxi ganz gut im Video. Maxi von Ghost und und das FR, AMR oder Framer,
kommt echt ganz gut. Also es hat mir vor Ort echt ganz gut gefallen. Coole kleine Details. Und ja, schickes Fahrrad. Dann, ja, ebenso schön, da mache ich noch ganz kurz weiter, ist die neue Alutec Farnes. Die sieht auch jetzt wirklich schick aus. Da hatten wir das Rad schon kurz vorher bekommen, konnten exklusiv davon noch Fotos machen und waren eigentlich ziemlich begeistert von dem Konzept bzw. von dem neuen Design. Verlinken wir euch natürlich auch. Ist ein sehr schönes Rad geworden, denke ich, für 2019. Ja, sah super schick aus. Lag vielleicht auch nicht zuletzt an dem coolen galvanisierten Finish des Rahmens. Das hat schon so ein bisschen einen Haben-Wollen-Faktor auf jeden Fall. Zaubert dir ein Grinsen ins Gesicht, Markus, oder? Ja, genau. Haben-Wollen-Faktor ist auch so ein Wort. Sehr verspielt. Eierlegende Wollmilchsau. Markus, was gab es für dich noch für Highlights? Oh, ich glaube, ich hatte nicht so viele Highlights auf der Eurobike. Irgendwas, was mich jetzt da nachhaltig geflasht hatte, ist wirklich schwierig jetzt. Kriege ich auf einmal nicht zusammen. Eine Sache hatten wir doch noch. Gab es auch von Alutec unter anderem. Da gab es doch noch eine Spezialsache. Was hat es damit auf sich? Das war das mit der Milf, oder? Oh Gott. Hey, das musst du jetzt mal erklären, Markus. Nee, das habe ich jetzt nicht verstanden. Nee, von Alutec. Ja, von Alutec gab es tatsächlich ein ganz interessantes System, ja, mit dem man das Cockpit ein bisschen aufräumen kann, in dem nämlich die Leitungen am Lenker entlang unter einer Abdeckung gezogen werden und die dann durch den Vorbau ins Steuerrohr gehen und von dort in den Rahmen übergehen. Das heißt, man sieht die Leitung von Bremse und Schalter und Sattelstütze vielleicht auf einer Länge von 10, 15 Zentimeter von den jeweiligen Griffen abgehen und dann verschwinden die unter dieser Abdeckung. Ist ganz pfiffig. Müsste man sich, glaube ich, auch einfach mal auf Bildern anschauen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Auch eine, ja, kann man, glaube ich, auch als Innovation bezeichnen. Sieht jetzt teilweise, finde ich, noch ein bisschen prototypisch aus und bedingt natürlich, dass man Vorbau und Lenker und so alles aus diesem einen System verwendet. Das ist natürlich jetzt nichts, was man einfach so mit beliebigen Komponenten mischen kann. Aber von der Sache her, denke ich mal, wird das eine Menge Leute gefallen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du das Wort Cockpit verwendest. Habe ich doch. Hat er tatsächlich verwendet. Ich war mir nicht ganz schlüssig, ob ich es tatsächlich jetzt noch erwähnen sollte. Ich habe es tatsächlich Markus gerade noch per SMS geschrieben. Ja. Per SMS. Per iMessage. Mensch verwendet SMS. Ja, und sogar ein Großbuchstaben. Nur ältere Damen. Tja. Womit sich der Kreis schließt. Ja. Oh, bei euch ist auch so warm, ne? Mir macht die Hitze echt zu schaffen heute. Ja, können wir mal 10 Sekunden Pause machen? Ich hole mir noch einen Gösser. Ja, guter Mann. Oh Gott. Damit wäre übrigens jetzt Moritz wieder bei beim Alkoholgehalt eines Biers. Ja. Nur, dass er nachher noch dreimal auf Toilette rennen muss. Genau. Klasse. Nee, also mir reicht, mein Feldschlösschen ist tatsächlich immer noch lange nicht ausgetrunken. Ja. Passt aber sehr wunderbar jetzt hier rein in diese Hitze. Mhm. Ich freue mich schon auf heute Abend, wenn ich von Biken wiederkomme und dann einfach sie mich kurz auf die Terrasse setzen werde und ein kaltes Bier trinken. Oh. So, wir haben noch eine Sache. Und zwar haben wir Prost. Ah, das war schon wieder leer. Moritz muss noch mal schnell 10 Sekunden weg. Mit dem letzten Produkt geht es primär um Standfestigkeit. Und das war jetzt gar nicht irgendwie ironisch gemeint, sondern tatsächlich geht es um die neue Trickstuff Maxima Bremse. Das ist die Weiterentwicklung von der Direttissima. Und wir sind sie ganz kurz gefahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre tatsächlich gerade als schwerer Fahrer ziemlich viele oder primär Downhill-Bremsen, egal an welchem Rad, außer jetzt am Cross-Country-Rad, aber normalerweise immer Downhill-Bremsen. Im Renner. Und ich brauche da einfach wirklich eine potente Bremse. Und
diese Tricks auf Maxima ist wirklich, muss ich sagen, das Krasseste, was ich bisher überhaupt gefahren bin. Ich bin es nur auf dem Parkplatz Probe gerollt, aber da muss ich sagen, dass ich da, ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre etwas überfordert. Also selbst Jakob Breitwieser, mit dem haben wir uns länger unterhalten, der ist einer der wenigen, der die Bremse schon fährt. Der hat gesagt, er hat, ich glaube, 3 Tage gebraucht, um sich an die Bremse zu gewöhnen. Jetzt findet es halt super, aber die ersten 3 Tage waren dann schon, waren auf jeden Fall was anderes. Also das war, ich habe da letztens schon mal gesagt, also Matrosen werden sich in Zukunft nur noch die Trickstuff Maxima auf den Bizeps tätowieren lassen, statt eines Ankers, weil das einfach dem am nächsten kommt. Ich bin sie selber jetzt noch länger nicht, oder beziehungsweise noch nicht länger selber gefahren, aber das zeigt auf jeden Fall eine Richtung auf, wo ich denke, das könnte gerade für schwere Fahrer oder, wenn wir jetzt mal wieder beim Thema E-Bike sind oder so, eine Lösung sein, die da für einige interessant sein könnte, wenn da vielleicht nicht, der Preis nicht wäre, weil die Bremse bleibt sehr teuer. Hm. Ich glaube, über knapp 400 Euro kostet die, glaube ich. Das Stück oder beide? Nein, das Stück. Oh, okay, krass. Und was ist der Trick da dran? Größere Nehmerkolben oder was machen Sie da irgendwie? Nehmerkolben. Jetzt ist aber echt mal gut hier. Ja, Hannes, reicht jetzt. Sonst sitze ich in 2 Wochen alleine. Ich habe es nur akustisch nicht verstanden. Ich habe einfach nur nachgefragt, ob das richtige Wort verwendet hast. Also tatsächlich wurden die Kolben vergrößert auf, ich glaube, 18 und 17 Millimeter, irgendwie so, nicht ganz. 16 und 17 Millimeter ist auf jeden Fall etwas mehr als bisher. Generell ist der Bremssattel relativ mächtig, sieht aber trotzdem noch recht schlicht aus. Und sonst weiß ich ehrlich gesagt, sie haben den Hebel ein bisschen verändert, wie gesagt, die Kolben vergrößert und die Klemme noch ein bisschen verbessert. Und was die Zahlen angeht, die soll 25% mehr Kraft haben als die Rettissima. Und wir haben laut unserer Info 23-46% mehr Kraft als alle anderen Bremsen auf dem Markt, was die Downbremse angeht. Also da bin ich mal gespannt, wenn wir die irgendwann mal in die Finger kriegen zum Testen. Ich denke, unsere Testcrew aus Reutlingen, Jens, der ist auch dafür bekannt, dass direkt an Jens das Ding geben. Ja, also der ist dafür bekannt, dass er wirklich die Bremsen auf jeden Fall bis zum Äußersten testen kann. Da bin ich mal gespannt, ob die bei ihm auch so gut hält. Der ist, glaube ich, die Piccola auch schon mal gefahren und war sehr begeistert davon. Und was jetzt die große Bremse sagt, da bin ich mal gespannt. Hm. Ja, genau. Also das war noch so eine Sache, die mir auf jeden Fall gefallen hat auf der Eurobike. Und ja, im Großen und Ganzen war es das, sag ich mal, von den Highlights. Wir haben natürlich wahnsinnig viele Produkte. Also es gibt sehr viele coole neue Sachen auf jeden Fall. Gibt es in unserem großen Eurobike-Spezial, haben wir auf der Startseite stehen. Wir haben, glaube ich, da mittlerweile über 70 Artikel von der Eurobike gebracht oder 80 Artikel. Das sind irgendwie sehr sowas. Viele. Genau, es gibt sehr, sehr viele coole Videos und Bilder. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Zurzeit gibt es auch noch oben in der Navigationsleiste einen speziellen Link zur Eurobike, da findet ihr sofort in. Wenn ihr das später irgendwann sucht, dann gibt es in dem Untermenüpunkt mehr, ist so ein Dropdown. Da ist dann auch dieser Eurobike-Link zu finden, immer für das nächste Jahr bis zur nächsten Eurobike, und dann wandert er wieder hoch. Also es ist nur ein Klick von der Startseite entfernt und ihr könnt da irgendwie tatsächlich, ich glaube, es sind an die 80 Artikel, also wirklich unfassbar viel. Ja, dann wäre es das, glaube ich, erstmal von der Eurobike. Wie gesagt, doch. Bis zum nächsten Jahr. Mich wird noch eine Sache interessieren, nämlich die werten Zuhörenden, ob die vielleicht auch noch Highlights hatten, die wir gar nicht gesehen hatten, die wir nicht in der Berichterstattung hatten, die wir tatsächlich so einfach übersehen haben, jetzt nicht erwähnt haben. Es würde mich interessieren, was wir da übersehen haben. Vielleicht schreibt ihr einfach in die Kommentare zu dieser Sendung. Mhm. Würde mich freuen. Ist für uns auf jeden Fall immer wichtig, weil wir dann auch fürs nächste Jahr einfach wissen, wo sollen wir vielleicht mal nachfühlen, was wir bisher noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatten. Was gibt's Cooles? Aber wir versuchen natürlich auch aufgrund eures Feedbacks irgendwie die Sachen ranzuziehen, die wir als wichtig erachten. Aber Feedback bitte immer wieder rein, gerne in die Kommentare.
Genau. Jetzt wäre auch der richtige Zeitpunkt dafür, weil nämlich demnächst die erste Planungsrunde zur nächsten Eurobike stattfinden wird. Genau. Ja, nächstes Thema. Es geht um den World Cup und da war einiges los. Moritz, bitte. Ja, unser endlich Experte. Mal vernünftige Themen. Ja. Genau. An dieser Stelle möchte ich mich einfach mal ganz herzlich bei der UCI bedanken, die ja regelmäßig für fragwürdige Entscheidungen, mit denen sie oft nicht viel zu tun hat, kritisiert wird und als Sündenbock dargestellt wird. Und die es geschafft haben, zwei Weltcups in Val di Sole und in Andorra zeitgleich mit der Eurobike stattfinden zu lassen. Und ja, ich habe es leider nicht auf die Eurobike geschafft, weil ich in Italien und in Andorra auf den wahrscheinlich coolsten Strecken des Jahres war, um beim Downhill-Weltcup wieder fotografierend und filmend anwesend zu sein. Waren sehr schöne Rennen. Liegt jetzt auch schon ein bisschen in der Vergangenheit, deswegen kriege ich, glaube ich, nicht mehr alles ganz auf die Reihe. Ja. Aber ich glaube, es war ganz gut. Nee, ich glaube, es liegt am zweiten Gösser. Ja, genau. Ich hole mir noch mal ein drittes Gösser. Nee, also weil die Sole ist, glaube ich, jedes Jahr so mehr oder weniger das Highlight, weil es einfach die krasseste, anspruchsvollste, spektakulärste Strecke ist. War eigentlich auch dieses Jahr wieder so. Amaury Pierron hat das dritte Rennen in Folge gewonnen und glaube aber die größte Nachricht des Wochenendes war, dass Aaron Gwynn zwar das Rennen mitgefahren ist, aber kurz vor seinem Quali-Lauf auf seinen ohnehin schon verletzten Daumen gefallen ist und ja, dann zwar versucht hat, aber eingesehen hat, das macht mit seinem Daumen, den er sich in Fort William ausgekugelt hat, macht es eigentlich keinen Sinn. Und er ist dann auch direkt nach Val di Sole nach Hause geflogen, hat den Weltcup in Andorra ausgelassen, wird wohl auch den Weltcup in Monster End verpassen. Das heißt, für ihn ist eigentlich die Saison gelaufen und er wird sich jetzt auf das Saisonfinale in La Presse und in der Lenzer Heide, also bei der Weltmeisterschaft, konzentrieren. Das heißt eigentlich, dass ja, Vorentscheidung ist schwierig zu sagen, aber es sieht derzeit so aus, als ob Amaury Pierron sehr, sehr gute Karten hat, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Zumal er auch am Wochenende danach in Andorra Zweiter geworden ist. Er hat es nicht geschafft, vier Rennen hintereinander zu gewinnen. Das haben sowieso bisher auch nur Aaron Gwynn und Danny Hart geschafft. Also lächerlich. Wäre eine krasse Leistung gewesen. Aber er ist Zweiter geworden beim Heimweltcup von seinem Hauptsponsor Commosal und liegt jetzt mit über 250 Punkten Vorsprung auf Platz 1 in der Gesamtwertung. Für einen Sieg im Rennen plus Sieg in der Quali gibt es genau 250 Punkte. Das heißt, es stehen jetzt noch zwei Rennen aus im Weltcup, nämlich Monster N und La Presse. Und im Prinzip hat er ein komplettes Streichresultat. Oder wenn er jetzt beim nächsten Weltcup in Monster N gut fährt, aufs Podium oder so, und die Konkurrenten dahinter nicht allzu viel Boden auf ihn gut machen können, dann geht er im Prinzip schon als feststehender Gesamtsieger in den letzten Weltcup in Frankreich, was eine, glaube ich, eine ziemlich krasse Sache wäre. Was Wally Höll übrigens schon geschafft hat bereits. Genau, denn sie Wally hat Höll bereits den Gesamtweltcup gewonnen. Ja, hat den Gesamtweltcup bei den Juniorinnen gewonnen, fährt bislang eine perfekte Saison. 5 Rennen, 5-mal die Quali gewonnen und 5-mal das Finale gewonnen. Und das ist ja, krass. Ja, gut möglich, dass wir von Wally in Zukunft noch viel hören werden. Meinst du? Glückwunsch an dieser Stelle übrigens an Wally Höll. Sehr, sehr geile Leistung. Genau. Ja. Ja, und da steht ja auch so ein bisschen im Raum, dass sie eventuell nächstes Jahr in die Elite wechselt. Das wäre jetzt meine Frage sozusagen gewesen. Das hatten wir ja schon mal kurz angesprochen. Mhm. Ja, so aus Regelsicht spricht im Prinzip wohl nichts dagegen. Müsste man wohl mit der UCI diskutieren, ob das sinnvoll wäre oder ob die da was gegen einzuwenden hätten. Wobei ich mich mit Wally auch selbst drüber unterhalten habe und sie sich selbst gar nicht so sicher, ob das überhaupt so sinnvoll für sie wäre. Also da ist noch keine Entscheidung getroffen. Ja. Und wie sieht es bei den Damen aus? Bei den Damen wollte ich gleich noch drauf eingehen, aber können wir auch jetzt machen. Bei den Damen ist es sehr spannend.
Miriam Nicole ist in, weil die Sohle ziemlich heftig gestürzt und hatte einen riesigen Bluterguss, der sich einmal über den kompletten Rücken gezogen hat. Deswegen ist sie weder in Val di Sole noch in Andorra mitgefahren. Das heißt, sie liegt jetzt ein bisschen zurück in der Gesamtwertung. Rachel Atherton ist immer noch die Führende. Aber Tani Seagrave konnte beide Rennen jetzt, also die letzten beiden Weltcups, gewinnen. Und das, ja, dürfte ein spannendes Saisonfinale werden. Also zwischen Rachel Atherton und Tani Seagrave. Tani Seagrave hat so ein bisschen das viel zitierte Momentum auf ihrer Seite, zumal sie letztes Jahr auch schon in Monster Ann gewonnen hat. Und je nachdem, wie jetzt der nächste Weltcup ausgeht, könnte das ein sehr, sehr spannendes Saisonfinale in La Presse werden. Ja, in Andorra hat es außerdem noch eine Premiere gegeben, und zwar Loris Vergier vom Santa Cruz Syndicate hat zum ersten Mal in seiner Karriere einen Weltcup gewonnen, nachdem er sehr, sehr häufig schon Zweiter geworden ist. Hat es jetzt dieses Mal endlich geklappt, der Knoten ist geplatzt und mit einer ziemlich überragenden Fahrt hat er sich da nach ganz vorn katapultiert. Generell, was in Andorra total krass war, auf dem Podium, was ja bei den Herren und bei den Damen jeweils 5 Personen umfasst, war Brooke McDonald bei den Männern mit einem Alter von zarten 27 Jahren mit Abstand der älteste Fahrer. alle anderen waren, ich glaube, einmal 22 Jahre, zweimal 21 Jahre und einmal 19 Jahre. Also, Das ist die neue Generation, die da jetzt kommt, oder? Da kann man wirklich von einem Generationenwechsel sprechen. Ich meine, klar, Aaron Gwynn und Greg Minnaar sind derzeit verletzt. Die konnten nicht eingreifen. Aber ja, kann man eigentlich schon so sagen, dass es ein Generationenwechsel da gerade stattfindet und wir live dabei sind. Geil. Man muss auch sagen, dass der Lauf von Vergier wirklich unfassbar gut war. Also ich habe es wirklich sehr abgefeiert. Ich habe es dann live im Stream gesehen und ja, absolute Perfektion. Zumal vorher Rob Warner noch gesagt hat, ja, also ich, oder Claudio war es, glaube ich, ich habe das Gefühl, man muss auf dieser Strecke hier wirklich attackieren, dass man ganz nach vorne fährt. Also es reicht hier nicht smooth zu fahren. Du musst hier einfach auf der letzten Rille fahren, damit du hier runterkommst, so ein bisschen Danny Hart-mäßig irgendwie im berühmten Regenrennen. Aber Vergier hat bewiesen, dass man eben flowig und schnell fahren kann. Er hat einfach jede Linie, zumindest sah es so im Stream aus, absolut perfekt getroffen und ist da einfach mit einer, also von außen einfach mit einer so entspannten Lässigkeit irgendwie da runtergefahren, mit einem absoluten Topspeed. Ja, das ist wirklich, wirklich beeindruckend war. Also echt so einer der coolsten, ja, Läufe, definitiv, muss ich sagen, in letzter Zeit. Und da war auch so ein bisschen die Meinung im Zielbereich, als er als ernst Ziel gekommen ist und einen ziemlich großen Vorsprung hatte, waren ja doch einige Sekunden, und war auch eigentlich die Meinung, dass das war es jetzt. Also das war der Lauf, der dieses Rennen gewinnen wird, obwohl da noch einige sehr gute Fahrer nach ihm gestartet sind. Aber aber auf jeden Fall ein sehr verdienter Sieg für ihn. Wieder mal nicht so toll gelaufen ist es im Finale für Lucas Shaw, seinen Teamkollegen vom Syndicate, der sich jetzt in dieser Saison zum dritten Mal auf Platz 1 qualifizieren konnte und zum dritten Mal keinen gescheiten Finallauf ins Ziel gebracht hat. In Fort William hatte er einen platten Reifen, in Leogang ist er in Führung liegend gestürzt als letzter Fahrer. Und in Andorra ist er auch wieder gestürzt, relativ knapp vorm Ziel, wobei da eigentlich schon klar war, dass er das Rennen nicht gewinnen wird. Also zu dem Zeitpunkt lag er, glaube ich, auf Platz 7 oder auf Platz 8. Also er hätte nicht in die Entscheidung eingegriffen. Trotzdem schade zu sehen, weil Lucas Shaw eigentlich auch definitiv das Potenzial hat, nach ganz vorne zu fahren. Und da ist es eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis der Knoten platzt. Und das wäre dann der nächste extrem junge Fahrer. Also ich glaube, er ist Anfang 20. Könnte sogar sein, dass er 20 ist. Der auch in naher Zukunft ganz weit vorne sein wird. Ja. Was man noch zu den beiden Weltcups sagen kann, vielleicht so ein bisschen als Abschluss. Gerade in Val di Sole haben die deutschen Fahrerinnen und Fahrer echt auf sich aufmerksam gemacht. Also allen voran Joshua Barth,
In der Quali, ja, die Quali, die war so ein bisschen verrückt, weil es pünktlich zum Start angefangen hat, ziemlich heftig zu regnen. Und das wurde dann gegen Ende wieder besser. Da ist dann die Strecke stark abgetrocknet. Aber gerade als Joshua gefahren ist, ich glaube mit Startnummer 60, ist er eigentlich in den allerschwierigsten Bedingungen gefahren und ist dann am Ende auf Platz 6 gelandet. Also das war krass. Das war total krass. Ich habe mich abends dann nach der Quali mit ihm unterhalten, da konnte er sich auch selbst nicht wirklich erklären, wie er das geschafft hat. Er meinte, weil die Sole mag er sehr gerne, ist seine Lieblingsstrecke, er hat sich das ganze Wochenende schon gut gefühlt. Aber so weit nach vorne hätte er natürlich nicht mitgerechnet. Das konnte er dann im Finale auch nicht ganz halten. Aber er ist trotzdem, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel der geworden ist. 23. Aber oder so was? 23. Ja, relativ gut, ja. Ja. Also ich meine in die Top 25, ja. Was eine super starke Leistung ist. Also damit hat er beispielsweise auch die vom BDR ausgegebene Norm für die Weltmeisterschaft gepackt, das keine Selbstverständlichkeit ist. Und ja, der Joshua ist echt sehr, sehr gut unterwegs, hat er auch im europäischen Downhill Cup jetzt ein ums andere Mal bewiesen. Also da haben wir einen Fahrer, der auf einem sehr guten Weg ist, ja, regelmäßig im Finale dabei zu sein und auf jeden Fall eine starke Leistung. Genauso auch von Nina Hoffmann. Ist er geworden. 24. Vor G. Atherton oder Rémy Thirion oder Loïc Bruny. Ja, von denen habe ich auch schon mal was gehört. Die sind, glaube ich, auch ganz gut. Bekannt, ja. Ja. Ja, also wenn man sich mal die Namen in den Top 20 oder Top 30 anschaut, das sind einfach die Besten der Welt. Und wenn die auf einem Rennen in Deutschland auftauchen würden, dann könnte man sich aber sowas von sicher sein, dass sie da das komplette Teilnehmerfeld in Grund und Boden fahren. Also von daher da in die Top 25 oder Top 30 oder sich selbst nur fürs Finale zu qualifizieren, das ist so eine krasse Leistung. Und da heißt es dann oft in den Kommentaren so, oh, hier nur 52. geworden, soll sich mal ein bisschen anstrengen oder so. Aber das ist einfach nicht vergleichen. Extrem anspruchsvoll, sich für so ein Finale zu qualifizieren. Ja. Ja, bei den Frauen ist Nina Hoffmann dieses Jahr sehr, sehr gut unterwegs. In Val di Sole ist sie 6. geworden, wenn ich mich richtig erinnere. Also hat das Podium knapp verpasst. Mhm. Aber ist eigentlich mittlerweile ja so in den Top 10 etabliert. Und definitiv auf dem aufstrebenden Ast. Sagt man das so? Ja, du darfst das so sagen. Ja. Ich darf das so sagen, ja. Auf dem aufstrebenden Ast. Mit zwei Gösser, auch cool, ja, zu sehen. Ja. Und bei den Junioren, Hannes Lehmann ist in Val di Sole auf der Strecke, wo es, glaube ich, am meisten auf das Können und die Fahrtechnik ankommt, im ersten Juniorenjahr auf Platz 5 gefahren. Auch sehr krass. Das ist auch eine echt starke Leistung. Und ja, das ist eine sehr starke Leistung, Punkt. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Also können wir auch drauf gespannt sein, was da in Zukunft kommt. Generell ist, also es gibt es ja noch gar nicht so lange, dass es dedizierte Juniorenkategorien bei den Downhill-Weltcups gibt. Früher zum Beispiel, als Troy Brosnan noch als Junior gefahren ist, gab es immer nur so eine Handvoll Junioren, die überhaupt dann im Weltcup teilgenommen haben, und die sind dann einfach bei den Herren mitgefahren oder bei den Damen mitgefahren und waren dann mit einem Sternchen markiert. Und mittlerweile die Juniorenkategorie in Val di Sole hatte, glaube ich, 60 oder 70 Starter. Und es gibt eine Gesamtwertung und eine Qualifikation fürs Finale und so. Und da, das ist schon beeindruckend zu sehen, wie schnell die Junioren derzeit unterwegs sind. Habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Kaya Hearn und Thibaut Daprela, auch Kate Edwards, die sind jetzt schon in einem Tempo unterwegs, mit dem sie bei den Herren in der Elite-Kategorie regelmäßig in die Top 30 fahren würden. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung. Also da braucht man sich, denke ich, um die Zukunft des Sports keine Gedanken zu machen. Ja. Und dass wir da Fahrer dabei haben, mit dem Hannes Lehmann und auch mit Simon Maurer von den SRAM Young Guns, die regelmäßig sich da fürs Finale qualifizieren. Ist auch bei einem Rennen auch gut in der Quali gewesen, Simon Maurer, meine ich, ne?
Ja, also Simon hat jetzt, glaube ich, bei den letzten beiden Rennen so ein bisschen Pech jeweils im Finale, beziehungsweise in Val di Sole hat er, glaube ich, die Quali nicht geschafft, weil es auch geregnet hat, waren schwierige Bedingungen in Andorra. Musste er zweimal in der Quali antreten, weil er in seinem ersten Quali-Lauf stand jemand auf der Strecke, der ihn dann zu Sturz gebracht hat und anscheinend hat es aber niemand gesehen und dann mussten sie bei der UCI protestieren und dann durfte er nochmal starten, hat sich dann auch fürs Finale qualifiziert, aber klar, das ist auch nicht, sind auch keine idealen Voraussetzungen. Ja. Aber Simon ist eigentlich auch mittlerweile ganz gut in den Top Ten etabliert, würde ich sagen. Schön. Mhm. Ja, das war so die Zusammenfassung von den letzten beiden Weltcups. Weiter geht's jetzt in gut einer Woche in Monster Nan. Da ist der vorletzte Weltcup des Jahres, sowohl Downhill als auch Cross Country. Bist du wieder da? Mhm. Also fährst du wieder hin, Moritz? Oder fliegst du ja, hin? Ja, diesmal fahre ich nicht, diesmal fliege ich hin. Am Montag geht's los. Ah, ja. Cool. Apropos Cross Country, damit wir das auch noch kurz abschließen, es fanden, da werden wir jetzt nicht so viel zu sagen, weil wir natürlich unseren Experten Moritz zwar vor Ort hatten, aber der ist natürlich für unsere Downhill-Geschichten primär unterwegs gewesen. Wir haben aber für alle Interessierten ganz, ganz große Fotostories und Rennberichte von unseren Cross-Country-Kollegen auch auf MTB News, verlinken wir natürlich. Da auch ganz kurz abschließend die Ergebnisse. Da ist auch klar geworden, dass Nino Schurter nicht nur von, ich glaube, Mathieu van der Poel hat, glaube ich, einmal gewonnen bisher schon. Van der Poel. Und zwar in Val di Sole hat Nino Schurter gewonnen. In Val Nord allerdings ist überraschend Gerhard Kerschbaumer auf Platz 1 gefahren. Den hatte niemand so unbedingt direkt auf der Rechnung. Den hatten wir auch im Tippspiel nicht. Den gab es im Tippspiel nicht mal zum Auswählen. Man hätte also sonstiger Fahrer auf Platz 1 tippen müssen. Hat, glaube ich, niemand gemacht. Ja, selbst also schuld, wenn man das nicht macht. Es war eine Überraschung. Was aber noch eine krassere Überraschung war, in Andorra war das jetzt kommt schon wieder ein Name. Ich bin ja gespannt, ne? Günrita Dale Flesjord, würde ich jetzt sagen, heißt sie. Die Norweger unter uns, die werden mich korrigieren. Und die ist einfach mal satte 45 aktuell und ist auf Platz 1 gefahren in Andorra. Also die raced halt schon unglaublich lange und fährt noch ein so krasses Niveau. Also ich sag mal, ähnlich wie Sabine Spitz immer mal wieder für Aufsehen sorgt, ist auch die Frau Dale Flesjord immer noch ziemlich gut am Start und ist vor Yolanda Neff und Emily Betty da in Andorra auf Platz 1 gefahren. Und den Val di Sole bei den Damen war es Maya. Oh Gott. Maya. Dieser Podcast endet nicht, bevor du den Nachnamen von Maya perfekt ausgesprochen hast. Genau, Maya Wlosowska. Kannst du das nochmal sagen? Also ich kann einfach mal, ich buchstabiere mal, Wlosczczowska. Unsere polnischen Zuhörer mögen uns bitte korrigieren, wie denn Frau Maya vom Cross-Racing-Team heißt. Ich glaube sogar unsere Cross-Country-Kollegen oder zumindest von Thomas weiß ich, er hat sich, glaube ich, einen Shortcut, glaube ich, gemacht. Genau. Immer wenn er WLO eintippt, das kommt super. Sofort sein Name. Super geil. Ja, genau. Also sie hat vor Emily Betty und Yolanda Neff gewonnen. Das heißt, Emily Betty und Yolanda Neff sind also weiterhin immer sehr gut vorne dabei, aber Nummer 1 war jeweils eine andere. Ja, das abschließend zum World Cup. Ja, ganz kurz, auch wenn ich keinen so großen Plan vom Cross-Country-Weltcup habe, was mir auch immer wieder leid tut, aber dass der Herr Kerschbaumer in Andorra gewonnen hat, das kam jetzt, also war schon eine Überraschung, aber am Wochenende davor in Val di Sole hat er sich auch einen ziemlich harten Zweikampf mit Nino Schurter geliefert und ist da auch um den Sieg mitgefahren. Also das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ja, also es ist so ein bisschen der Pierron-Effekt vielleicht auf einer ganz abgeschwächten Form irgendwie. Also ich glaube, Anfang der Saison hatte ihn jetzt keiner so wirklich auf dem Schirm, dass er auf 1 fahren kann. Aber wir werden da mal ein Statement von unseren Cross-Country-Jungs anfragen, was die von der Personalie Kerschbaumer halten. Genau.
So viel zum Thema World Cup, Cross Country und Downhill. Wir haben noch ein paar kleinere Themen auf dem Tableau. Und zwar gab es Feedback von einem Best Friend von Markus. Was gab es da, Markus? Jetzt erwischt du mich Thema schon wieder. Ja, ich habe, wie das manchmal so ist, bekomme ich eine E-Mail zu unserem Podcast. Das war jetzt eine Mail, die ich sehr gern gelesen habe, von einem Namensvetter von mir, also auch ein Markus. Und ich suche sie gerade raus, finde sie aber gar nicht auf die Schnelle. Aber er hatte einen Themenvorschlag. Und zwar würde er gerne mal wissen, zum Thema Sicherheit und Protektoren, was man da so trägt, was man tragen sollte, was davon wirklich was bringt und ob Schulterpolster für das Schlüsselbein irgendwie einen sinnvollen Schutz darstellen. Da kann ich zu der ganzen Geschichte nicht viel sagen, da meine Touren normalerweise keine Protektoren benötigen, aber ich weiß, dass ihr beide zumindest hin und wieder mit Knieschonern fahrt, also ihr habt da, glaube ich, mehr Erfahrung. Deswegen würde ich einfach diese Fragen mal an euch weiterreichen. Ja, Hannes, was hast du normalerweise an? Also ich fahre normalerweise mit Handschuhen, Helm und Knieschonern. Das sind so meine Protektoren im Normalfall. Ich bin ganz früher immer mit langen Knieschonern gefahren, beziehungsweise hatte sogar zu meiner Dirt- und Street-Zeit noch extra Schienbeinschoner, so Neoprenteile mit so Hartplastik vorn drin, also so der maximale Schutz für die Schienbeine. Jetzt muss ich aber sagen, seitdem es natürlich werden die Pins auch immer schärfer und die Pedale immer besser, aber seitdem es auch die vernünftigen Schuhe dazu gibt, ist tatsächlich der einzige Fall, an dem ich dann mal abrutsche, der Fall eines Sturzes irgendwie, oder beziehungsweise wenn ich mit dem Pedal in Berührung komme an Schienbein, das passiert eigentlich nur während eines Sturzes, und deswegen lege ich nicht mehr so viel Wert auf Schienbeinprotektoren. Das heißt, also Knie brauche ich wirklich häufig, oder das passiert immer mal wieder, also lande ich eigentlich fast immer auf den Knien. Ellbogenprotektoren, die fahre ich ab und zu noch, also im Whistler Bikepark durchaus öfter mal, beispielsweise in deutschen Bikeparks sicherlich auch ab und zu, stören mich aber eher, als dass ich mich damit sicherer fühle, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, so ein Ding, was einigen Leuten auch so gilt. Das heißt, ich mag es, ich habe immer noch nicht so meine Ellbogenprotektoren gefunden, die ich jetzt wirklich toll finde. Es sind gar keine Stylegründe oder so, sondern ich fühle mich damit einfach nicht wirklich wohl. Und wenn ich unterwegs bin auf Enduro-Rennen oder so, dann trage ich noch einen Rückenprotektor, alternativ halt einen Protektor-Rucksack. Und im Bikepark trage ich zusätzlich tatsächlich auch nur einen normalen Rückenprotektor. Aber da ist das Gleiche. Ich fühle mich in so einem kompletten Protektor overall einfach nicht wohl. Also es ist, man ist ja komplett, man sieht halt so eine Ritterrüstung, man ist komplett eingezwängt da drin. Es ist wahnsinnig heiß da drin und nee, also muss nicht sein. Also da fühle ich mich einfach wohler und tatsächlich auch sicherer auf dem Rad, wenn ich mit dem Protektor unterwegs bin, die ich mag und die mir passen, und das ist eigentlich alles, was ich so trage. Moritz, du? Wenn ich Enduro fahre, dann habe ich eigentlich immer einen Halbschalenhelm auf, immer Handschuhe an und immer Knieschoner an, da auch eben normale Knieschoner in Anführungszeichen, also keine mit Schienbeinverlängerung. Ja. Auch wenn ich mir mal sehr unsanft mein Pedal ins Schienbein gerammt habe und dann einen schönen Krankenhausbesuch hatte, um mein Schienbein wieder zusammenzunähen. Ach, so krass sogar. Wow. Ja. Das war widerlich. Aber würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Das ist eigentlich so meine Standardausrüstung beim Endurieren oder Trailfahren. Für die paar Mal im Jahr, wo ich im Bikepark bin, ziehe ich dann natürlich einen Full-Face-Helm auf und habe so eine Hartschalenweste von Troy Lee, die ich unter dem Trikot trage, die deckt den Oberkörper ab, aber ist ohne Schultern oder ohne Arme. Das, Werbung da Markennennung. Ja. Link zum Kaufen kommt in den Shownotes. Ich mag es nicht gerne, wenn meine Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Deswegen habe ich da sowas ohne Arme. Fürs Enduro-Fahren habe ich mir jetzt schon häufiger überlegt, dass es
praktisch wäre, ja, zumindest so eine Weste mit ja, ein bisschen Schutz auf dem Rücken zu haben, weil ich eben auch extrem ungerne mit Rucksack fahre. Also der Rücken, der ist da immer relativ ungeschützt. Da werde ich jetzt auch mal ein bisschen recherchieren. Und ich habe mich vor kurzem in Frankreich ziemlich fies abgelegt, wo ich mir in der Luft, als ich kurz davor war, gleich richtig einzuklatschen, gedacht, dass so ein ja, Enduro-spezifischer Fullface-Helm, also einer, der ein paar größere Belüftungsöffnungen hat und nicht ganz so heiß ist wie so ein klassischer Downhill-Helm, dass der vielleicht doch nicht so unpraktisch wäre. Jedenfalls, wenn man vor allem mit einem Shuttle unterwegs ist oder Lift fährt oder was auch immer. Also wenn man nicht selbst erstmal ein paar hundert Höhenmeter hochtreten muss. Was ich noch vergessen habe, war, ich trage zusätzlich fast immer noch eine Sonnenbrille oder beziehungsweise eine Bikebrille. Und da muss ich gar nicht mal unbedingt immer eine super dunkle, krass verspiegelte tragen. Mache ich beim Rennradfahren dann eher, aber tatsächlich fahre ich auch, selbst wenn man keine bräuchte, eine mit klaren Gläsern. Man sieht zwar durchaus eventuell ein bisschen aus wie Weird Al Jankovic damit. aber es ist tatsächlich so, ich bin einmal ziemlich fies über den Lenker gegangen und genau in einem Gebüsch gelandet und da hat mich knapp unterm Auge dann so ein Ast halt getroffen und da habe ich halt echt seitdem so ein bisschen Schiss vor, dass es wieder passieren könnte oder dass ich ja halt doch mal wirklich bei so einem Sturz über den Lenker wirklich mal irgendwas in die Augen kriege und deswegen fahre ich da grundsätzlich halt eine große Brille mit klaren Gläsern. Ja, ich finde es auch super unangenehm, wenn du schnell bergab unterwegs bist, dass dir erstens der Fahrtwind die Tränen in die Augen treibt und zweitens gerade jetzt im Sommer, dass du dann auch wenn du abends unterwegs bist, unzählige Mücken und Fliegen und Schrott und so da drin hast. Ja. Nach der ersten Bindehautentzündung ist man da geheilt. Und dann bin ich voll und ganz bei dir, Hannes, mit den klaren Gläsern. Also mein lieber Kollege Gregor schwört ja auf die Prism-Gläser von Oakley, dass die ja so toll wären. Habe ich jetzt persönlich noch nicht ausprobiert. Werbung der Marken. Mir persönlich, ja. Ich muss mir mal da so ein Soundboard-Schnipsel bauen. Apropos, wir haben noch keinen gebracht hier. Ja, verrat doch nicht wieder. Lass dich doch selber waschen. Die meisten getönten Gläser sind mir aber fürs Fahren im Wald einfach viel zu dunkel. Ja. Und Ich werde jetzt keine Marken nennen, aber ich bin mir 100% sicher, dass die meisten Brillen mit klaren Gläsern besser funktionieren. Nicht schlecht, Moritz, nicht schlecht. Ja. Ja. Ja, Markus hat ihn noch nicht erkannt gerade. Nee. Was? Auch ich mache gerade was anderes. Was? die verspiegelten Gläser sehen natürlich geil aus, aber dann letzten Endes eine Brille mit klaren Gläsern. Ja, da bin ich 100% bei dir. Ja. Und Markus, um noch die Frage von Markus zu beantworten, hilft einem ein Schulterpolster wirklich beim Schlüsselbein? Das finde ich eine interessante Thematik, weil auch immer wieder bei den Downhill-Weltcups schalten sich dann User ein und sagen, boah ey, die sind noch verrückt, die fahren hier nur mit Knieschonern und ohne Oberkörperschutz und die sollen mal ein gescheites Safety-Jacket anziehen und teilweise müssen sie es auch. Also das ist immer eine Vorgabe des nationalen Verbandes. Deswegen sieht man hin und wieder mal, dass Sam Blankensop zum Beispiel Handschuhe trägt, was er normalerweise nie macht, aber bei manchen Rennen muss er es machen. Ach krass, die Vorgabe, das wusste ich gar nicht. Das ist der nationale Verband und nicht die UCI, sagt das? Ja, also es sind die Regeln des nationalen Verbandes. Krass, okay, das wusste ich nicht. Ich glaube, in Frankreich muss man Handschuhe tragen. Und in der Schweiz auch. Da gab's dann auch letztes Jahr, als das Rennen in der Lenzer Heide war, einen ziemlichen Eklat, weil wenn man da zum Beispiel mit Rückenprotektor fahren muss und Nico Molelli war dann so spitzfindig, der fährt normalerweise ohne Safety Jacket und hat sich dann also da wird tatsächlich mittlerweile ordentlich kontrolliert, auch schon im Training. Bei Rennen, wo man mit Rückenprotektor fahren muss. Der hat sich aber einen soften Rückenprotektor, der sich beim Aufprall verhärtet, hat er nicht als Safety Jacket getragen, sondern den sozusagen hinten ins Trikot reingeklebt. Einfach damit es so minimalistisch wie möglich ist und die Bewegungsfreiheit gewährleistet ist. Und dann stand er am Start und
also am Start vom Finale, und ihm wurde gesagt, dass er damit nicht starten darf. Und das war ungefähr 5 Minuten vor seinem Start und er konnte dann, ja, konnte das Rennen nicht mitfahren. Und das hat, glaube ich, für ziemlich viel Beef gesorgt, weil er damit im Training immer gefahren ist und dass er auch kontrolliert wurde und nie beanstandet wurde. Ja, also das ist dann tatsächlich das Regelwerk des nationalen Verbandes. Und da werden dann auch Möglichkeiten drumherum gefunden. Zum Beispiel schneiden sich die Fahrer dann die Handschuhe auf der Handinnenfläche so ein bisschen aus, damit sie eher mit der Haut auf dem Griff sind. Oder was man halt auch ganz oft sieht bei Rennen, wo Handschuhe Pflicht sind, siehst du dann ganz viele Fahrer, die zumindest im Training die Handschuhe in der Hosentasche stecken haben. Also die haben sie oben am Start an und ziehen sie dann nach der ersten Kurve aus. Krass. Naja, bevor ich jetzt abschweife, es gibt immer wieder Diskussionen, was man als Fahrer anhaben sollte und was nicht. Gerade bei sowas wie dem Schlüsselbein, glaube ich, gibt es jetzt auch keine Protektoren, die da wirklich helfen, weil das Schlüsselbein eben oft bricht, indem man den Arm ausstreckt, und dann ist das sozusagen die Sollbruchstelle. Also ein Schlüsselbein bricht nicht, indem einfach ein stumpfer Schlag, wo ein Protektor helfen würde, draufkommt, sondern es bricht, weil es die Verlängerung vom Arm ist. Und genau, das fängt sich am Arm ab und dann bricht es, ne? Ja, das kannst du nicht gescheit schützen, also kein Safety Jacket der Welt würde da helfen. Im Gegenteil, es könnte sogar noch ein bisschen blöder damit sein, wenn man plötzlich gezwungen wäre, ein Safety Jacket zu tragen, weil man sich dann irgendwie nicht gescheit abrollen kann. Der beste Schutz, den man anziehen kann, beziehungsweise der beste Schutz, den man haben kann, ist, indem man einfach selbst sehr, sehr gut in Form ist. Dafür trainieren die Fahrerinnen und Fahrer extrem viel, dass sie eben Stürze, die jeden von uns irgendwie für 8 Monate ins Krankenhaus transportieren würden, dass die das relativ unbeschadet wegstecken können. Also die sind sozusagen hart im Nehmen, so kommt es rüber, aber die sind hart im Nehmen, weil sie extrem gut trainiert sind und weil eben die ganze Muskulatur und so weiter dabei hilft, diese Einschläge und so weiter abzufangen. Deswegen ist es schwierig zu sagen, dass jetzt die Fahrer pauschal das und das und das tragen sollten oder dass es besser ist, ein Safety Jacket zu tragen oder schlechter. Und gerade beim Schlüsselbein, ja, da hilft ein Schulterpolster eben auch nicht viel. Für was Safety Jackets super sind, ist, gerade wenn man im Bikepark mal irgendwie blöd abrutscht und da über den Boden schleift oder so, oder auch kleinere Stürze. Ist dann einfach Rust. Ja, dann hilft das natürlich eine Menge. Aber auf dem Weltcup-Level würde ich mir nicht anmaßen wollen, drüber zu urteilen, was die Fahrer da tragen sollen und was nicht. Generell finde ich, sollte man anziehen. Also sollte man Protektoren anziehen, in denen man sich wohlfühlt, die gut passen. Und dann, ja, so wenig wie möglich, aber auf jeden Fall so viel wie nötig. Und mit denen man am besten in der Liftschlange aussieht. Ja. Das natürlich auch. Ja. Das, Moritz, als du gerade noch erzählt hattest mit den Leuten, die Handschuhe tragen und keine Handschuhe tragen im World Cup, ich hatte das auf deinen Fotos gesehen, in den Fotostories, und war total verwirrt, weil ich der Meinung war, dass Handschuhe irgendwie Pflicht sind immer, und dann gab es halt einige Leute, die sind einfach mal so ganz entspannt mit blanken Fingern da den Berg runtergefahren. Ja, also jetzt zum Beispiel in Andorra war es keine Vorschrift, mit Handschuhen zu fahren. Und da hat man dann zum Beispiel auch gesehen, dass, also normalerweise ohne Handschuhe sind oft Fahrer aus Neuseeland und Australien unterwegs. Glaube vor dem Hintergrund, dass es da einfach immer brutal heiß ist und die Handschuhe da sich dann irgendwann so sehr mit Schweiß vollsaugen, dass es unfahrbar ist, wobei sich meine Hände dann halt auch irgendwann mit Schweiß vollsaugen. Also keine Ahnung, normalerweise sind es die Fahrer aus Neuseeland, die ohne Handschuhe unterwegs sind. Jetzt in Andorra war zum Beispiel aber auch Laurie Greenland ohne Handschuhe unterwegs. Genau, bei dem ist es mir aufgefallen. Oder Rachel Efferton. Genau. Ja, genau, die beiden habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Krass. Und ich weiß nicht genau, wer es mir erzählt hat, aber es hieß dann, dass dadurch, dass man einen direkteren Kontakt zu den Griffen hat, beziehungsweise das Ganze so ein bisschen ohne Handschuhe ergonomischer ist, würden die Unterarme auf der Strecke nicht so sehr verkrampfen, weil es da ja, die Strecke ist knapp 5 Minuten lang und die letzten beiden Minuten
sind unfassbar steil, da hängt man die ganze Zeit an den Bremsen und einfach um Armpump und so weiter vorzubeugen, wären da ein paar Fahrer ohne Handschuhe unterwegs gewesen. Krass. Na, ich habe es mir irgendwann abgewöhnt, mit Handschuhen zu fahren, zumindest hier auf den einfachen Touren. Der Grund ist, dass ich in den vergangenen Jahren immer so Mickey-Maus-Hände hatte, die waren immer komplett weiß. Es fing dann irgendwie an den Unterarmen an, schön gebräunt bis zur, ja, da wo das Trikot anfängt, da wurde es dann wieder weiß. Die Hände waren aber das Einzige, was man immer so gesehen hat. Und ich wurde von Leuten komisch angesprochen, was denn der Hintergrund wäre. Und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt nicht bei jeder einzelnen Tour die Handschuhe tragen. Und es geht auch so. Oh, sind sie Pantomime? Ja. Das war teilweise wirklich, wirklich krass. Dieses Jahr ist es nur an der Stelle, wo ich die Uhr trage. Und wenn ich die abnehme, es ist einfach komplett weiß drunter, die Haut. Ja. Wirklich geil. Gut, ich denke mal. Daniel Wellington Ambassador. Die Frage haben wir abschließend und ausführlich beantwortet, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Vielen Dank euch beiden. Wollen wir zu unserer vorletzten Sektion kommen? Es ist nämlich schon jetzt fast 16 Uhr und ich werde hibbelig, weil ich biken möchte. Ja, sollten wir uns beeilen. Wir haben noch die Bike-Hacks. Wollen wir die dieses Mal machen oder nicht? Na klar. Jeder eins. Ja. Okay, Markus, fang an. Oh. Hätte ein Follow-up zum letzten Mal. Den mache ich auch nächstes Mal. Ich habe deinen Bruder kennengelernt, Moritz. Und zwar auf der Eurobike. Der war kurz bei uns. Und der hatte etwas mitgebracht, was heute das Thema ja sein soll. Und zwar geht es um Werkzeug für unterwegs. Da sind ja diese Mini-Tools sehr verbreitet, also irgendwie Konzept Schweizer Taschenmesser. Ich habe irgendwie eine Reihe von Werkzeugen, die ich aufklappen kann, und habe dann irgendwie einen 8 cm breiten Griff an dem Teil und versuche dann eben Sachen wie einen Vorbau damit zu schrauben oder an sonstige Stellen ranzukommen, wo eben dieser breite Griff nicht viel hilft. Und ich habe jetzt seit der Eurobike von deinem Bruder bekommen eine Mini-Ratsche. Das ist ziemlich geil. Das hat eine Bit-Aufnahme hier für diese normalen Viertelzoll-Bits. Da ist dann eine ganze Reihe dabei. Die klassischen Inbus, die Torx, Kreuz, was man so braucht. Und das Ding funktioniert wie eine Ratsche. Dreht sich rechts rum und links rum. Man kommt damit relativ gut an alles ran, weil die Bit-Aufnahme sehr schmal ist an dieser Ratsche. Und wenn es doch mal nicht reicht, kann man das Bit auch ans Griffende stecken und dann hat man sowas wie eine Art Schraubendreher. Und das ist einfach hammermäßig geil. Ja, eigentlich habe ich da die ganzen Jahre lang nachgesucht und wusste es nur nicht. Und das hat jetzt meine Mini-Tools, die ich da irgendwie hatte, komplett ersetzt. Die kommen jetzt nicht mehr in den Rucksack. Ich nehme jetzt nur noch dieses Teil mit. Das kommt in einer schönen Stofftasche. Da sind die Bits ordentlich reingeklemmt und perfekte Sache. Zum Thema Werkzeug unterwegs habe ich noch eine Kleinigkeit, und zwar beim Thema Reifenheber, die man ja dann doch manchmal braucht. Und da habe ich irgendwann beschlossen, nur noch richtige, anständige Reifenheber einzupacken, nicht irgendwelche Mini-Versionen. So Metallteile für Downhill-Reifen? Nein. Schon Kunststoff. Die taugen ja heutzutage, aber einfach mit einem vernünftigen Hebel, mit einem kleinen Haken, dass man die Dinger hinter die Speiche klemmen kann, ne, dass die fest bleiben, wenn man den Reifen das erste Mal rübergehoben hat und dann mit dem zweiten Reifenheber ansetzt. Da einfach was Vernünftiges, das macht sich bezahlt beim ersten Reifen, den du wechseln musst, der vielleicht ein bisschen strammer auf der Felge sitzt. Und Reifen wechseln meinte ich natürlich gerade nicht so, weil ich wechsle Reifen normalerweise nicht unterwegs. Reifen abnehmen. Genau, das waren so meine, Bike-Hacks kann man gar nicht sagen, aber so die Sachen, die ich hier heute einfach mal aufzählen wollte, weil sie mir dann doch relativ wichtig sind. Was hast du denn, Moritz? Da muss ich mal in die Liste schauen. Das ist schon so lange her, dass ich das aufgeschrieben habe. Mein Bike-Hack sind Notizen. Ist eigentlich kein richtiger Hack. Aber ich fand's über die letzten Jahre super hilfreich, einfach hin und wieder mal aufzuschreiben,
was für eine Fahrwerkeinstellung ich fahre. Also bei wir testen ja auch viel und gerade dann ist es wichtig, so seine Settings bei RockShox-Gabeln und bei Fox-Gabeln und so weiter einigermaßen schnell griffbereit zu haben, dass man nicht immer wieder von vorne anfangen muss. Und genauso mit Reifen drücken und so weiter. Also einfach mal hin und wieder aufschreiben und so ein Gespür dafür entwickeln, wie man sein Fahrrad einstellen sollte. Vielleicht auch mal irgendeine Einstellung komplett zudrehen oder komplett aufdrehen und gucken, wie sich das auswirkt. Machen selbst die Profis in ihren Test-Sessions hin und wieder mal, dass sie zum Beispiel den Rebound komplett rausnehmen oder die Compression von der Gabel komplett schließen, dann komplett öffnen und so die Unterschiede noch besser merken, bevor sie sich dann in ihr Setup rantasten. Ja, und ich finde, das ist sehr hilfreich, sich damit einfach mal so ein bisschen auseinanderzusetzen, hin und wieder mal aufschreiben, weil ich dann doch auch oft mitbekomme bei anderen Leuten, dass zum Beispiel der Sack vom Dämpfer gar nicht erst eingestellt ist, also dass die irgendwie mit 50-60% Sack, also negativ Federweg unterwegs sind, mit einem viel zu geringen Luftdruck und dann kaufst du dir da ein Mountainbike für, keine Ahnung, 2.000 bis 10.000 Euro und machst dir nicht mal die Mühe, irgendwie deine High-End-Federung richtig einzustellen. Und wer sich damit nicht beschäftigt, sollte das definitiv tun, weil es eine riesige Auswirkung auf das Fahrverhalten des Fahrrads auf dem Trail hat. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Das war's von mir. Und auch ich bedanke mich bei meinem Bruder für das sehr praktische Mini-Ratsche. Ach, du hast die auch? Auch. Ja, geil. Sehr schön. Ja. Ja, wir bleiben Hannes, bei Tools. Hast du auch eine Mini-Ratsche? Ich habe tatsächlich eben jene Mini-Ratsche auch schon seit 2,5 Jahren, ja. Die von Topic. Nutze sie eigentlich relativ wenig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was aber daran liegt im Prinzip, dass sie hier oben einfach irgendwie ihr Dasein fristet und ich grundsätzlich in den Rucksäcken immer andere dabei hatte. Aber jetzt fahre ich, und das hatten wir schon mal erwähnt, ich glaube, in einer der ersten Folgen war es, da hatten wir gerade die Awards besprochen und da ist es, glaube ich, ganz knapp bin ich in die Top 3 gekommen. Ich wollte als ein richtiger Biker ist es auch nicht, aber ein cooles Tool für unterwegs, das OneUp EDC Tool vorstellen, was ich jetzt an zwei Rädern montiert habe, beziehungsweise die Schale dafür, die Aufnahme an zwei oder ja, nee, an drei Rädern aktuell montiert habe. Es ist ein Tool, was man im Gabelschaft verankert und an Stelle einer Ahead-Kappe kommt diese, ja, im Prinzip diese Aufnahme für dieses Tool zum Einsatz. Diese Aufnahme sorgt einerseits für die Vorspannung des Steuersatzes, andererseits für die Aufnahme dieses Tools, damit es nicht umherwackelt. Das Tool ist relativ schmal gehalten und kommt in einer, ja, in so einer runden Hülsenform. Und hat alle wichtigen Sachen auch an Bord, plus ein kleines Extrafach noch, wo man zum Beispiel so ein kleines Max-Salami Durchstechgerät und so diese kleinen Würste zum Abdichten von größeren Rissen in tubeless aufgebauten Reifen reparieren kann. Gibt es also jede Menge Platz dafür noch in dieser Hülse drin und diese Hülse wird einfach von oben in den Gabelschaft reingedrückt und verbleibt dort und ist also das unauffälligste Tool, was man eigentlich haben kann. Da ist auch tatsächlich ein halbwegs ordentlicher Reifenheber dabei, der direkt aus dieser Hülse auch gemacht ist. Das funktioniert gar nicht so schlecht mit dem Teil und damit bin ich jetzt seit diversen Monaten wirklich sehr zufrieden. Das Einzige, was man dafür machen muss, ist, und das ist offiziell nicht, oder soweit ich weiß, offiziell nicht von den meisten Federgabelnherstellern erlaubt, beziehungsweise man muss halt mit seiner Garantie da irgendwie aufpassen. Man muss ein kleines Gewinde in den Gabelschaft schneiden. Das ist sehr dünn und umfasst wenige Umdrehungen, aber das ist halt wichtig für diese Aufnahme. Und ja, das, keine Ahnung, kostet glaube ich irgendwie 30 Euro. Und dann dieses Werkzeug, das braucht man halt einmalig. Also am besten, wenn man sich sowas kauft, dann schnappt man sich vielleicht noch einen Kumpel und dann kauft man sich nur einmal das Werkzeug.
und mehrmals das Tool. Und ja, man muss also ein kurzes Gewinde reinschneiden und dann kann man das schon verwenden. Und das ist so mein persönliches oder eins der coolsten Sachen, die ich in letzter Zeit halt fahre, weil ich mir alles andere halt spare für eine kurze Runde. Ja. Wir machen es wie beim letzten Mal, falls unter unseren Hörenden jemand noch interessante Bike-Hacks-Tipps, Hinweise auf Tools oder sonst was hat, schreibt uns in die Kommentare. Wir erwähnen das gerne in der nächsten oder einer der nächsten Episoden. Und damit kommen wir jetzt schon wieder zum vorletzten Thema, glaube ich, ne? Wir hatten mal angefangen vor einer Weile das Thema wir und unsere Bikes. Hatten ja kurz ausgeführt, welche Bikes wir besitzen, haben dabei erfahren, dass Moritz, ich glaube, 2,5 Fahrräder hat und Hannes, glaube ich, keine Ahnung, war schon zweistellig, oder? Nee, 8 hattest du, glaube ich, ne? Ich glaube aktuell 8, ja. Ja, und das wollten wir heute einfach mal fortführen und euch weitererzählen. Und da fangen wir doch einfach mal an mit unserem ersten Mountainbike. Und ich denke, Moritz kann mal erzählen, was sein erstes Mountainbike war und wann das sein erstes Mountainbike war. Mein erstes Mountainbike war entweder ein GT Arrowhead. Da war ich irgendwann in der Grundschule oder so. Also das erste richtige Fahrrad, was ich mir selbst gekauft habe und so, war ein Specialized P2. Okay. Als ich 16 war und gerade ein Auslandsjahr in den USA verbracht habe, an einem ziemlich coolen Ort, wo man sehr schön Fahrrad fahren konnte. Kurz bevor ich das gemacht habe, hat mich mein Bruder, also dieser Typ mit den Ratschen, mit nach Winterberg in den Bikepark genommen. Weil der damals schon ganz, ganz viel Fahrrad gefahren ist. Er hat mich mitgenommen, hat mir ein Fahrrad ausgeliehen und Protektoren gegeben und so. Und dann sind wir einfach mal einen Tag lang Downhill und Freeride und so gefahren. Und das fand ich so cool, dass ich mir dann auch direkt ein Fahrrad kaufen musste. Es war ein Specialized P2 mit Dirtreifen und furchtbaren Bremsen, die alles gemacht haben, außer zu bremsen. Und damit bin ich dann mit dieser sackschweren Mazzocchi Z1 Dirt Jumper oder so, ne? Oder was war da drin? Oder hieß die nur Dirt Jumper, Mazzocchi Dirt Jumper? Ja, mit so Stahlstandrohren und so. 2002 ja. Hieß sie noch Z1 Dirt Jumper und ja, ab genau. 2003 nur Dirt Jumper. Ja. Gut, dass wir dich haben. Wandel in der Lexikon. Genau. Damit bin ich dann, habe ich dann versucht, Downhill zu fahren. Und das war toll. Geil. Hannes. Mein erstes richtige Mountainbike war, das habe ich mir 2001 gekauft. Das war ein Castor DS. Und von Bike Mail-Order. Genau, Bike Mail-Order hatte nämlich damals, wie ganz viele Läden eigentlich zu der damaligen Zeit, eigene China- oder Taiwan-Rahmen gelabelt, sahen alle ziemlich gleich aus, so Dual Slalom, da war Dual Slalom ja noch der große Hit. Dual Slalom Rahmen / Dirt Rahmen und das war also ein Dirtbike, was ich mir aber damals noch mit Schaltung aufgebaut habe und mit Kettenführung und das war so ein Dirtrad mit 130 mm Z1 Dirt Jumper 3 DMR Wingbar Lenker, so ein Stahllenker, der hatte noch so eine Querstrebe oben, unkaputtbar das Ding. Es wog, ich glaube, 16,5 Kilo und Uri-Griffe, diese ganz dicken, genau. Und das war so mein Rad, mit dem ich ganz viel im Skatepark rumgehüpft bin in erster Linie und auf den damaligen Street-Sessions im Kölner und Düsseldorfer Umland irgendwie immer am Start war. Und wir sind tatsächlich auch, ich bin glaube ich 2003 das erste Mal im Bikepark Winterberg gewesen. Und dort, dafür habe ich mir dann noch eine alte Grimeca-Scheibenbremse dran gebaut für vorne, weil man ist ja traditionell mit einer Bremse nur gefahren, Dirt Jump. Fette High-Roller-Reifen halt vorne und hinten drauf gezogen statt Street-Pellen und dann war das halt mein Freeride-Rad. Also das ist auch bis 2008 so geblieben. Da haben zwar die Dirtbikes gewechselt, aber 2008 kam dann erst das erste Fully und das war ein Transition Bottle Rocket. Ja.
Damit bin ich auch meine erste richtige Tour gefahren, wie du dich vielleicht erinnerst, Markus. Mhm. Ja, geil. Hatten wir letztens erst, ne? Ja, ich bin mich vorher immer irgendwo einfach den Berg hochgeschoben und dann sind wir da irgendwie runtergefahren. Und 2008 bin ich mit dem 18-Kilo-Fully das erste Mal eine Tour gefahren. Trümmer. Ja, und da hatten wir dann direkt, ich bin noch, ich, genau, 36er Kettenblatt vorne gefahren und Rennradkassette. Und wir sind, glaube ich, 900 Höhenmeter gefahren, ja, und 40 Kilometer. So, das hat man einfach so gemacht. Das war ja halt so. Ja. Das war schon krass. Ich bin noch einmal abgestiegen. Sonst bin ich eigentlich alles gefahren. Ja. Cool. Und wie bei dir? Mein erstes ernsthaftes Mountainbike war ein Cannondale Cross Country Hardtail, ein F700, 2000er Modelljahr. Das habe ich mir gekauft, weil ich einfach Bock auf Mountainbiken bekommen hatte. Wie es dazu kam, werden wir gleich klären, wenn wir darüber sprechen, wie wir zum Biken gekommen sind. Auf jeden Fall musste ein Fahrrad her, ein richtiges, und das war eben dieses Cannondale F700, und das war sehr geil, weil es hatte Scheibenbremsen, was im Jahr 2000 durchaus was nicht sehr Gewöhnliches war. Was für welche waren das? Es waren hydraulische Scheibenbremsen, was noch ungewöhnlicher war, und zwar es waren Magura Clara, was nicht so geil war. Oh, die guten. Die hatten das Problem, dass die an den Griffen undicht geworden sind, und zwar gefühlt alle. Also ich hatte zwei dran und habe beide auf Garantie getauscht bekommen. Ich hatte die Julie ebenso. Das war das noch Problem. Die noch darunter angesiedelte. Ja. Ne? Also Julie, Clara, dann kam die Luise und Luise Gustav M war. Das waren, glaube ich, die vier Diskbremsen, die sie damals hatten. Mhm. Das Fahrrad an sich war geil. Das habe ich viele Jahre gefahren. Ganz, ganz viele Kilometer damit weggerissen. Hatte diese Hedgehog-Gabel, die nach einem etwas anderen Konzept funktioniert als die Gabeln heute. Ich weiß nicht, ob es die heute überhaupt noch gibt, die Hedgehog. Vielleicht in irgendwelchen Citybikes in kleinerer Ausführung. Gibt es, ja. Ja, und das war auch so ein bisschen komisch, weil die Lagerung der Gabel war eben nicht über so Buchsen wie in einer Federgabel, sondern da gab es auf einem Vierkant so Nadelkugellager, nicht Nadelkugellager, das widerspricht sich, gab es Nadellager auf so einem Vierkant, wo eben der eine Teil rübergerollt ist, die Feder war mit Luft und über diesem Nadellager war ein Faltenbalk, der vor Staub und Feuchtigkeit schützen sollte. Vor Staub hat er ganz gut geschützt, vor Feuchtigkeit nicht. Und das Problem ist, was die Teile hatten, dass die super leicht, also die Lagerbahnen super leicht angefangen haben zu rosten, und ja, das ist mir dann irgendwie auch passiert nach einer Regentour. Fahrrad in die Ecke gestellt, nichts weiter gemacht. Feuchtigkeit ist runtergekrochen, die Bahnen sind angerostet gewesen. Und das war es dann mit der Federung. Es war einfach so super rau danach, das bewegte sich kaum noch. Und dann habe ich den Fehler begangen, den wahrscheinlich jeder gemacht hat, der so eine Hedgehog besaß. Ich habe versucht, das selbst zu reparieren. Und es ging auch noch ziemlich gut, solange es ums Auseinanderbauen ging. Aber ich habe es halt nicht mehr zusammenbekommen. Keine Chance. Und habe es dann, wie wahrscheinlich auch jeder, der das damals hatte, zu 88 nach Würzburg geschickt. Die haben es repariert, haben sich das gut bezahlen lassen. Und danach ging die Gabel aber sogar noch besser als im Neuzustand. Die haben nämlich die Dicke der Lagerbahn haben die irgendwie gemessen, oder die Solldicke gemessen, und hatten die dann irgendwie, glaube ich, in 100stel Abstufung da und haben die dann passend eingebaut, und die ging echt gut danach, die Gabel, und ich glaube, ich habe es dann sogar noch zweimal danach eingeschickt, bis das Fahrrad dann irgendwann nicht mehr gefahren wurde und ersetzt wurde. Ja, alles in allem habe ich da echt gute Erinnerungen dran an dieses Fahrrad. Geiles Teil. Ja. Und ich hatte es angesprochen, die nächste Frage, die wir noch beantworten wollen heute, ist, wie wir eigentlich zum Biken gekommen sind. Und da ich gerade schon so viel gequatscht habe, mache ich einfach weiter. Bei mir war es ja ein dummer Zufall eigentlich. Ich bin eigentlich immer laufen gewesen, das war so mein Sport. Irgendwie abends hier durch den Wald, durch den Park, wie man das halt so macht, Cross-Country laufen. Und hatte mir irgendwann den Fuß umgeknickt, denn das rechte Sprunggelenk, da waren dann die Bänder kaputt, und das war nicht das erste Mal, dass es passiert ist. Bin dann mal wieder halt zur Unfallchirurgie, das ganze Programm da abspulen lassen. Die haben mir das wieder ganz gebaut, und der
Orthopäde meinte dann nur noch zu mir, mit dem Laufen, das wäre irgendwie nicht mehr so gut, weil das wird jetzt immer öfter passieren. Die Bänder sind einfach nicht mehr so, dass sie das Gelenk vernünftig halten können. Und ich möge mir doch am besten einen anderen Sport suchen, wenn ich nicht regelmäßig Gast bei ihm sein möchte. Und während ich noch das Sprunggelenk geschient hatte und nicht richtig laufen konnte, habe ich mich einfach mal so durch einen blöden Zufall auf dem Fahrrad gesetzt und merkte, dass das Fahrradfahren erstaunlich gut ging ohne Schmerzen. Und so wurde das Fahrrad dann irgendwie zu meinem Transportmittel der Wahl. Und irgendwie wollte ich denn weiterhin in der Natur sein. Also das Laufen, wie gesagt, hatte ich immer Cross-Country gemacht und da blieb dann eigentlich nichts anderes, als auch mit dem Mountainbike zu fahren. Und so ergab sich das. Und dann kam halt kurze Zeit später auch dieses erwähnte Cannondale ins Haus und da fing dann die Geschichte an und nahm ihren Lauf. Moritz, wie bist du denn zum Biken gekommen? Du hattest es, glaube ich, auch schon so ein bisschen angedeutet. Habe ich eben schon erzählt. Das war die gesamte Story einfach. Dein Bruder ist schuld. Yep. Okay. Das war die gesamte Story. Okay. Dann kommen wir doch noch zeitig Feierabend hier. Und Hannes, du hattest das auch schon erzählt, ne? Ganz, ganz grob. Also ich bin durch meinen Kollegen Marc oder beziehungsweise von Marc, der früher auch mal für MTB News eine Weile aktiv war und mittlerweile auch eine Fahrtechnikschule und mehr betreibt. Der hat letztens auch für uns Fahrtechnik Artikel geschrieben. Über den bin ich zum Biken gekommen. Er hatte nämlich, wir waren abends auf einer Party und irgendwie, wie das so ist, irgendwie war er mir ziemlich feuchtfröhlich und er ist halt mit seinem Mountainbike wie immer dahin gekommen und das lief dann darauf hinaus, dass wir irgendwie relativ spät abends und sicherlich auch ein bisschen angefeuert durch das ein oder andere Bier, was wir schon getrunken hatten, feststellen konnten. Oder hatte er gezeigt, dass man Dreiertreppen runterdroppen kann. Allerdings mit dem großen Unterschied, dass Marc nichts getrunken hatte. Wir haben das natürlich alle nachgemacht und konnten das irgendwie auch machen. Und ich bin dann zum ersten Mal mit seinem Chaka da runtergedroppt. Und das hat mega Bock gemacht. Da war eine Rockdox Judy drin. Und ich fand es sehr faszinierend, dass eine Federgabel einfach federn kann. Und dass das echt Spaß macht, mit so einem Fahrrad zu fahren. Und dann hat es nicht lange gedauert und dann wurde mein Sparbuch geplündert mit eben jenem Castor DS. Und so sind wir verblieben und sind auch noch viele Jahre dann zusammen Rad gefahren. Und cool. Tun es teilweise auch heute noch, ja. Genau. Er hat mich auch ins Forum geführt übrigens. Cool, das wäre nochmal dann ein Thema für eine andere Episode. Genau. Ja. Schön. So, dann haben wir es eigentlich an Themen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Wie schließen wir denn mal ab? Aha, nee. Was wir letztens vergessen hatten, schaut, was ich gekauft habe. Das ist letztens ausgefallen, warum auch immer. Ich glaube, wir hatten keine Zeit und wir beide mussten pünktlich los. Ne? War es so? Ich glaube, so war es. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Ne? Und das war genau falsch rum. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Was gab es denn bei dir, Hannes? Ich habe mir tatsächlich wieder eine ziemlich große Neuanschaffung geleistet. Ich habe auch mal wieder mein Sparbuch geplündert. Ich hatte da jetzt eine Weile immer wieder Geld zurückgelegt und habe mir das jetzt mal geleistet. Ein neues Objektiv, ein Sigma 150-600 mm Contemporary. Es ist also eine ziemlich starke oder ziemlich große Brennweite. Das heißt, ein Teleobjektiv. Und benutze ich jetzt für alle möglichen Sachen. Habe es in der letzten Woche auch schon ziemlich viel genutzt. Bin bisher sehr zufrieden, ist ein cooles Teil und hat einfach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau. Moritz, was gab es bei dir? Bei mir gab es auch Kamerakram. Ich habe mir eine neue Nikon D750 gekauft, weil meine alte im Arsch war. Achso, habe ich mir noch eine. Hast du eine neue Nikon, oder eine gebrauchte gekauft? Eine neue habe ich gekauft. Okay. Krass. Ja. Und dazu habe ich noch eine Nikon D4S gekauft, die ein bisschen schneller ist und weil ich sowieso für die Weltcups zwei Kameras brauche. Und außerdem heute frisch gekauft, wirklich ein paar Minuten vor dem Podcast bestellt, eben schon die Versandbenachrichtigung bekommen. Adiletten.
Du geiles Teil. Der Schuh für jeden Anlass, vom Bewerbungsgespräch bis zur Hochzeit und dann irgendwann auch zur Beerdigung. Schwarze Adiletten. Ich bin gespannt, ob es mir passen. Ich habe gehört, die fallen sehr, sehr klein aus. Deswegen habe ich mir jetzt ein Paar auch mal in Größe 47 bestellt. Obwohl ich eigentlich so 44 trage. Ja. Ich bin gespannt. Ich gebe dir gleich einen Tipp für diese Schuhe. Gib mal einen Tipp. Lass die nicht draußen in der Sonne stehen, weil dann passen dir auch die 47er nach. Nee, die ausbleichen nicht unbedingt, aber die werden kleiner. Und dann ist auch nach kurzer Zeit eine 47 für dich zu klein. Oh, habe ich euch erzählt, dass ich gestern mein Auto umparken musste, damit ich keinen Strafzettel bekomme? Das war auch zu klein. Weil ich einen Strafzettel bekommen habe. Nee, ich hatte vorher ich hatte vorne in die Windschutzscheibe so eine Parkscheibe aus Plastik gelegt und komme hin und die Plastik-Parkscheibe ist geschmolzen. Geil. Das war der Knaller. Und im Auto waren es ungefähr 60 Grad und ich konnte das Lenkrad nicht anfassen, weil es so heiß war. Hammer. Ja. Bild davon poste ich in den Shownotes. Cool. So, dann fehle ich noch. Ich habe mir in der Zwischenzeit ziemlich viel gekauft, glaube ich. Aber eine bike-spezifische Sache und ich dachte, die erwähne ich heute mal. Und zwar fürs Mountainbike habe ich mir neue Griffe gekauft. Namentlich von Ergon, die GA2. Werbung. Genau, benannte Marken. Werbung. Nee, Hannes, wie ging der Spruch? Werbung da Markennennung. Genau. Ich habe mir Griffe gekauft, Ergon GA2. Und die sind toll. Ja, kann ich nur sagen. Sehr geil, sehr ergonomisch. Auch auf längeren Touren angenehm. Ja, ich habe sie nur ohne Handschuh getestet, wie gesagt. Denke mal, die funktionieren auch mit Handschuhen gut. Das war's denn. Und jetzt sind wir wirklich durch, oder? Wie war denn dein Bier, Moritz? Das Biere. Erste war gut, das zweite war auch gut. Ja. Plural. Biers. Die Biers, ja. Hannes? Ja, ich habe das ja nur nicht das erste Mal getrunken und ich muss sagen, nach Gösser ist es tatsächlich echt das leckerste naturtrübe Radler, was ich bisher getrunken habe. Also ich kann es auch nur empfehlen, gibt es so im Großraum Dresden wahrscheinlich und vielleicht darüber hinaus noch Feldschlösschen, naturtrübes Radler, Werbung da, Markennennung, lecker. Jo, und bei mir hat es auch gepasst. Kaffee Frappé selbst gemacht, mit ein bisschen mehr Milch als sonst, aber trotzdem schön kalt und Club Mate, Werbung da, Markennennung, auch geil wie immer. War da eigentlich ein Schuss drin? Nein, natürlich nicht. Höre ich mich also so an. Bietet sich ja eigentlich beides an. Also wohl. Ja, könnte man Kaffee, tatsächlich beides also machen. Gibt's ja auch. Wodka Mate war das. Vor allem bei Club Mate finde ich es mittlerweile ganz komisch, das ohne Alkohol zu trinken. Ja, kann ich jetzt nicht zu sagen. Ich trinke es ausschließlich ohne Alkohol, weil ich damit irgendwie versuche, über den Tag zu kommen hier. Hast du übrigens gerade in den Shownotes leckerstes naturtrübes Radler geschrieben? Naturtrüb, ne? Habe ich. Genau, Mate ohne Alkohol. Ich weiß aber auch von vielen Leuten, dass die das als Chunk trinken mit Wodka. Aber ist mir nichts. Chunk heißt das, Club Mate Wodka. Gibt sogar, glaube ich, einen Wikipedia-Artikel. Chunk. Jo, Chunk. S-T-S-C-H-U-N-K. Jo, Mate Mixgetränke. Wird verlinkt. Guckt euch an. Ihr wisst da Bescheid. Chunk. Tatsächlich. Hackers Cocktail. Geil. Da ist halt zielgruppenspezifisches Getränk. Ja. Ne? Ja. Kennt ihr Cobra? Nee. Cola Brandwein? Wurde mir eben empfohlen, dass ich das nochmal trinken soll. Lass Nein, weil ich frag nur, weil ich das selbst nicht kannte. Oh, Feier. Und ich bin jetzt auch nicht so der Brandweintyp. Also ich weiß gar nicht, ob es einen Brandweintypen gibt. Hat mich nur interessiert, ob ihr das kennt. Nee, ich beschränke mich eigentlich auf Gin und manchmal Wodka. Das reicht mir an Spirituosen. Und Whisky wollte ich jetzt immer mal auch mal trinken. Habe ja, glaube ich, erwähnt, dass ich eine Flasche bekommen habe. Aber ich denke mal, da warte ich, bis es ein bisschen kühler wird. Heute Abend dann? Ja. 23 Uhr. Genau. Ja. Na gut. So, jetzt haben wir es aber endgültig, oder? Sind wir durch? Ja. Ich denke, wir sind durch. Zum Schluss. Bewertet uns mit 5 Sternen und gewinnt etwas dabei. Genau.
Es hat sich letztens, also wir letztens tatsächlich jemand gemeldet aus Folge 8, der bekommt, wenn er seinen Gewinn jetzt noch nicht bekommen hat, er ist auf dem Weg. Und da hoffe ich ganz stark, dass sich die anderen Gewinner, es stehen noch einige aus, tatsächlich auch melden. Denn das dürft ihr wirklich sehr gerne tun und es gibt tatsächlich was zu gewinnen und wir verschicken das zu euch auch. So ist es. Und ja. Also wir haben ja jetzt extra in unserem Büro in Bad Kreuznach so eine rote Sirene installiert und immer wenn sich ein Gewinner wirklich meldet, dann geht die an. Geil. Und so ein ganz schriller Sound ertönt, so Achtung, Achtung. Genau. Ich sag's nochmal ausführlich, ich hatte nur gerade gesagt, bewertet es mit 5 Sternen. Für den Gewinn, was ihr machen müsst, geht in den iTunes Podcasts, in das Podcast Directory, findet ihr direkt auf dem Telefon in der Podcast App oder auf iTunes auf dem Rechner, bewertet uns dort, hinterlasst ein Review und wir verlosen unter allen Reviewenden von jetzt bis zur nächsten Folge irgendeine coole Sache und vergesst nicht euren Benutzernamen aus dem Forum anzugeben, denn sonst können wir das nicht zuordnen und dann gibt's nichts. Ein naturtrübes Radler lege ich auf jeden Fall schon dazu. Na, das ist doch eine Aussicht. Dann werde ich auch mal bewerten. Vielleicht ist da was zu holen für mich. Jo. Apropos, gibt es irgendwelche Infos zum Thema Spotify? Nee, die stellen sich da irgendwie tot, keine Ahnung. Ich habe nichts von denen gehört, hatte nochmal eine Mail geschrieben und da kommt nichts. Müssen wir öffentlichkeitswirksam über Facebook die direkt anschreiben. Ich finde das unter aller Sau. Jeden Monat überweise ich denen 10 Euro für so ein blödes Premium-Abo. Echt? Ich glaube, das werde ich kündigen. Hier, Spotify, wenn ihr das hört, nehmt uns auf, sonst kündige ich euch. Und dann will ich gar nicht wissen, was an den Börsen los ist. Genau, ja. Spotify so bekommt das bestimmt irgendwie hin. Ja. Und ja, bitte. Ja, wie viele Sterne würden wir uns heute geben? Oh, ich würde mir, glaube ich, heute, also mir würde ich 5 Sterne geben, euch aber auch. Ja, ich fand's auch sehr gut. War ein bisschen zu warm heute. Es gibt vielleicht einen Punkt Abzug. Ja, das finde ich auch. Ein Punkt Abzug für Markus. Also dann im Mittel immer noch 4,66 Sterne. Darauf das hast du sehr lässt schön. Sich aufbauen. Das hast du auch ganz schnell ausgerechnet. Sehr schön. Ja. Cool. War eigentlich nur geraten. Ja, du musst erstmal einen Chunk trinken, dann läuft das auch, dann weiß es direkt, genau. Das ist ja der Hacker-Cocktail. Ja, genau. Ich werde jetzt erstmal Markus, Fahrrad fahren. Markus, willst du jetzt eigentlich wirklich noch Fahrrad fahren? Na klar. Das ist nicht gut bei der Hitze. Hier sind jetzt 36 Grad, das ist perfekt zum Fahrradfahren. Also jetzt grade, geht's los hier. Gerade so Herz-Kreislauf von älteren Menschen. Ja, zu denen solange du ich das durchaus zählst. Solange ich das jetzt noch kann, mache ich das auch. Nee, noch kriegt die Pumpe das hin und solange das der Fall ist, wird das gemacht, ganz klar. Wann war dein erstes Mountainbike nochmal? Ich glaube 74, ne? Genau, ich habe das quasi damals erfunden in Marin County, wenn ihr euch erinnert. Gary Yashin. Ja. Ja. Also neben dieser supergeilen Ratsche von meinem Bruder sollte Markus vielleicht auch so ein Notfall-Handy mit besonders großen Tasten einpacken. so zwei Defis noch so links und rechts montiert. Ja. Nee, ich habe natürlich, ich bin elektronisch verbunden mit wichtigen Personen und das wird schon alles kontrolliert. Apropos elektronisch, ich glaube, du bist der einzige Mensch in deinem Alter, der kein E-Bike fährt. Ich habe heute gerade einen Artikel gegengelesen, lekturiert für EMTB News. Da ging es um ein Cannondale Gravel Bike. Alter, das darfst du doch noch nicht sagen. Mit Motor. Na, wann kommt der raus? Achso, nee. Doch. Das ist okay, denke ich. Ne? Da gibt es jetzt bis Donnerstag zumindest kein Embargo. Und das ist tatsächlich, ich muss sagen, das ist das erste E-Bike, was mich tatsächlich, wo es mir in den Finger kribbelt, wo ich so einen kleinen Haben-will-Reflex hatte, selbst hier fürs Flachland. Also das, ich glaube, das wäre was für mich. Ja. Mal gucken, ob ich sowas... Ist man da auch Kennzeichen dran? Nee, das ist ja nur so ein 25 km/h E-Bike. Ich dachte, das würde bis 45 km/h gehen, aber da habe ich heute Morgen Habe ich gelernt, das heißt S-Pedelec, diese Teile mit 45 km/h. Weil das hat ja diesen Bosch Activeline Motor drin. Und ich dachte, das würde deswegen bis 45 gehen. Werbung da Markennennung. Gravelbike ist. Ja, genau. Werbung da Markennennung.
Aber der Clou an der Sache war ja, dass er dann ab 25 km/h wirklich so komplett entkoppelt ist und ein geiles Pedaliergefühl hat. Ja, das genau, das hat mich so ein bisschen überzeugt und auch eben, ich glaube, ja, dieses klassische hier, kommst du mit dem Crosser irgendwie an und dann ist da Zuckersand und du kommst irgendwie nicht voran, weil du einfach, du hast die Kraft nicht da durchzutreten und dann einfach mal nochmal so 50 Newtonmeter extra auf der Welle zu haben, ich glaube, das ist es einfach so und dafür wäre das Teil, glaube ich, perfekt. Ich muss mal gucken, ob ich sowas irgendwann mal in die Finger bekomme, um das mal zu testen. Apropos an unsere Zuhörer, ich habe ja jetzt viel Tour de France geschaut und ich glaube, das ist was für mich, dass ich da in den nächsten Jahren mal angreife. Falls jemand eine Empfehlung für mich hat für ein Rennrad, was man aber auch auf ja mal so den einen oder anderen Waldweg mitnehmen kann, dann postet das doch in den Kommentaren. Also wenn jetzt überhaupt noch jemand zuhört. Aber so eins, also eigentlich schon ein Rennrad, wo aber halt etwas breitere Reifen reinpassen und was nicht die Welt kostet, aber naja, nee, ja, da ist die Geometrie ja doch ein bisschen anders. Also, man also würde normalerweise sagen, nimm dir einen Crosser, aber auch da ist schon die Geometrie doch deutlich anders als bei einem Rennrad. Schwieriges Thema. Ja. Frag da mal den Jan von Rennrad News, vielleicht kann ja, der ja, hab ich ja schon. Ja. Hab ich schon. Ah, okay. Hab ich schon. Der will mir antworten. Und der hat gesagt, frag doch mal deine Podcast-Kollegen, die wissen da sonst ja, auch immer genau. Alles besser. Ja. Ja, nee, ich habe ja nicht euch gefragt, sondern unsere Zuhörer. Stimmt. Ja. Unsere Zuhörenden. Genau, na, vielleicht könnt ihr dem Moritz helfen. Wäre toll. Ja. Würde mich und auch interessieren. Dann werde ich vielleicht in 2 Wochen erzählen, dass ich mir ein Rennrad gekauft habe. Na, das wäre es ja. Dann haben wir ihn endlich soweit. Ja, ich muss mal den Podcast umbenennen. Ist dann kein Mountainbike-Podcast mehr, sondern Fahrrad-Podcast. Nee, ich spare mir jetzt irgendwelche Witze auf Kosten von Rennradfahrern. Genau. Ja, besser so. Ist das. Es ist 16.30 Uhr. Bei perfekt Moritz für das Hintergrund, vierte Bembelfass. Ja, und im Hintergrund bimmelte die Kirche gerade eben. Ja. Ich werde jetzt. Moritz holt sich das 8. Gösser. Und Markus muss jetzt Abendessen. Und ich, genau, jetzt ist es spät zum Radfahren. Noch 3 Chunk und. Nee, ich werde jetzt geil aufs Mountainbike und losdüsen. Und morgen wird der Podcast geschnitten und Donnerstag wird er veröffentlicht. Hast du jetzt wenigstens irgendwie ein Quote noch zum Schluss aus deinem Soundboard? Ja, komm. Na, ja, doch, habe ich. Ich habe sogar ein passendes. Warte. Wenn was ist, ich bin auf dem Handy zu erreichen. So. Sehr gut. Alles klar. Luigi? Wir sehen uns in Dortmund am Flughafen. Also, Leute, wir bedanken uns. Das war ein launiger Podcast, ein etwas längerer Podcast. Und ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet euren Spaß mit uns. Es ist teilweise, entschuldigt bitte teilweise unsere Wortwahl, unsere Wortwitze. Es ist einfach sehr warm draußen. Und wir geloben Besserung. Aber ich denke, das war doch ganz in Ordnung heute. Ja, ich hoffe, dass für jeden was dabei war. Und freue mich auf die nächste Ausgabe, die wir dann vielleicht pünktlich, nee, wird nicht klappen, Moritz, oder? Mit deinem Such in Kanada. Wir kriegen das hin. Es wird wir kriegen klappen. Das hin, ja, Markus. Wir kriegen das nimm hin. Dein Mikro mit. Echt? Ich komme Montag wieder. Ah, okay. Ja, ja. Gut. Na, wir schauen. Dann könnte es passen. Vielleicht klappt es. Ja. Alles cool. Klar. Alles vielen klar. Dank fürs Zuhören. Und bis dann. Wir hören uns. Ciao. Ciao. Tschüss.